So, wir wollen jetzt mal eine Bewusstseinsbombe in dir platzen lassen. In dir Geist funken. Auch jetzt, ich kann immer nur vorneweg hinweisen, weil das das Wichtigste ist, was es überhaupt gibt. Ich erkläre es jetzt nur den Geist, der sich jetzt dieses Video anschaut. Nicht irgendeine Menschen, den du dir ausdenkst. Nicht irgendwelche andere, die sich auch das Video anschauen. Ich behaupte, nichts und niemand außer du selbst kannst irgendetwas wahrnehmen. Das kann man hundertprozentig sicher beweisen. Du müsstest nur als Ausgangsbasis setzen, dass du jetzt träumst. Und ich werde dir hundertprozentig sicher beweisen, dass du träumst. Und ich werde dir hundertprozentig sicher beweisen, dass du dich jetzt im Prinzip in so einer Matrix befindest, so wie das der Film Matrix darstellt. Das heißt, du bist mit einer Nabelschnur angeschlossen an einem Programm, das dir Bilder einspielt. Das ist diese Metapher, du bist ein Computer und was auf deinem Bildschirm auftaucht, sprich symbolisch alles, was als Information in dir in Erscheinung tritt. Gleichgültig, ob das eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ob es ein bewusst, in Anführungszeichen von dir bewusst gedachter Gedanke ist. Ich setze es deshalb in Anführungszeichen, weil 99,9% der Gedanken, die du denkst, vollkommen mechanisch unbewusst gedacht werden. Du lebst in der Welt von selbst erschaffenen Interpretationen. Und ich betone jetzt, wenn ich sage, das ist hundertprozentig sicher, drücke ich damit aus, dass du gleichgültig von deinem momentanen Bildungsstand mit dem Intellekt eines ganz normalen 13-Jährigen das hundertprozentig sicher hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kannst, was ich behaupte. Und du wirst jetzt erst einmal akzeptieren müssen, als Brösel, wie ich das nenne, als Mensch, dass alle anderen Menschen, die du dir ausdenkst, allen voran deine Elite im wissenschaftlichen Sinn, ob das Mediziner sind, ob das Physiker sind, ob das Chemiker sind, so weit weg davon sind, zu wissen, was 100% sicher bedeutet. Es sind zuerst einmal Figuren in deinem Traum, die von dir geträumt werden. Und diese Offenbarungen heben dich in eine vollkommen neue Bewusstseinsebene, aber nur dich Geist. Das ist der Satz, wenn ich sage, ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Es geht nicht um die Menschheit, die du dir ausdenkst. Das ist Sodom und Gomorra. Und die Frage, wie lange du dich jeden Morgen noch selber wach machst als ein sterbliches Säugetier, das ums Überleben kämpft, hängt davon ab, ob du mir jetzt vertraust, ob du dem vertraust, was 100% sicher ist, oder ob du weiter auf das Geschwätz von irgendwelchen gescheiten Menschen hörst, die dich letzten Endes extrem auf dieser Ebene festhalten, wo du ständig vor irgendetwas Angst hast, versuchst deinen Körper am Leben zu erhalten, der eigentlich dein Gefängnis ist. Ich rede jetzt mit einem Geist. Und ich habe mehrere Male gesagt, in deiner Welt weiß kein einziger, kein Mensch, blau gelesen, Enosch, kein sterbliches Säugetier, was Geist ist und was ein bewusster Geist sein bedeutet. Und du bist jetzt ein bewusster Geist, sonst würdest du mich jetzt nicht sprechen hören. Und ihr wisst, ihr meine ich jetzt, dich Geist in verschiedener Personifizierung. Fakt ist, an was denkst du, wenn du jetzt an dich selbst denkst? Dann denkst du an diesen Affenkörper, der jetzt vor dem Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Und dir muss klar sein, dieser Körper existiert nur, wenn du dran denkst. Aber das habe ich tausendfach durchgekaut, ja. Und mache sofort Cut. Dann musst du dir eben die vorhergehenden Selbstgespräche anhören. Wir gehen jetzt in medias res. Das habe ich im letzten Selbstgespräch schon gesagt. Da habe ich aber absichtlich das S weggelassen, da habe ich Media Res gesagt, wenn du genau zugehört hast. Bei mir gibt es keine unbewussten Fehler. Das Erste, was mir jetzt wichtig ist, du musst dir bewusst machen, in welcher Einseitigkeit du hängst. Aussagen, die ich tausendmal wiederhole, wenn du mir als Beweis irgendeine Internetseite oder ein Buch zeigst, die Bücher können wir jetzt wegmachen, mittlerweile sind es ja eh bloß noch Internetseiten. Das ist die neuere Zeit, die Computer, das Computerzeitalter. Egal welche Internetseite du mir als Beweis bringst, ich zeige dir aus demselben Internet 1000 Seiten, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Und dein Dilemma und die Quellen allen Leids und deines eigenen Wahnsinns,
besteht darin, dass du von diesen vielen sich widersprechenden Möglichkeiten nur eine allereinzige Seite als richtig ansehen willst. Das ist das, was ich mit dem Dassenbeispiel auf den Punkt bringe. Ja. Es ist vollkommen sinnlos, sich zu streiten, ob der Henkel an einer Dasse rechts, links, in der Mitte oder sonst wo ist. Es gibt hier genügend Videos und Update-Schriften, die dir zeigen, dass hier schon einmal 16 Seiten darstellbar sind. 16 Seiten, 16 Perspektiven, die in sich geschlossen praktisch dann nichts bilden, weil sie sich gegenseitig aufheben, so wie ein Wellenberg und ein Wellental, wie sich plus 5 und minus 5 in einer arithmetischen Mittlung eigentlich zu nichts wird. Und das ist der jetzt ausgedachte Mittelpunkt, aus dem alles entspringt. Ich habe etwas vorbereitet, wo uns das jetzt hintreibt, müssen wir uns überraschen lassen. Das geht bis zum Alter, den Alterungsprozess, den Wahnsinn der Schulmedizin. Das heißt, es geht jetzt mir nicht eigentlich nur sekundär um dieses Corona-Phänomen, den Wahnsinn der Wissenschaft. Und ich habe in mehreren Selbstgesprächen gesagt, du erlebst dich ja jetzt personifiziert und du hast einen gewissen Intellekt, den du zum Denken benutzt, das nenne ich den Schwamminhalt. Und den konntest du dir nicht raussuchen. Das heißt, wenn du jetzt nicht weißt, was ich mit Schwamminhalt meine, und ich kann nicht jedes Mal vorneweg für Einsteiger das erklären. Das heißt, du konntest dir weder deine Religion raussuchen, noch deinen intellektuellen Stand, noch das Leben, in dem du hineingeboren wurdest. Es erfordert eine gewisse Demut. Und schwer hast du es, wenn du jetzt als Persönlichkeit einen gewissen Stand hast. Dass du irgendein leitender Arzt bist, ein Professor bist, irgendein Chef bist, in der Politik irgendwas zu sagen hast. Genau Manager. Das musst du sagen. Dass du glaubst, etwas zu sagen zu haben, du hast nichts zu sagen. Ob du dich jetzt hinsetzt in der Form einer Frau, Geist kann männlich oder weiblich sein. Der Geist ist wie ein Schauspieler, der eine Rolle spielt, eines Affen auf der Bühne des Lebens. Ob du jetzt die Rolle einer Frau oder eines Mannes spielst, was du als schön empfindest in Bezug auf dein Kleid, auf deine Kleidung, auf die Frisuren, nichts, absolut nichts ist deine ureigenste Meinung. Du äffst nach, als Affe äffst du nach. Du äffst politische einseitige Meinungen nach, du äffst religiöse einseitige Meinungen nach. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Und die Demo, das für sich selbst zu akzeptieren, ist der erste Schritt, dass ich dich wach werden lasse. Und jegliche Form von Ego, das sich jetzt in dir aufbäumt und sagt, das ist ein Blödsinn und du klickst jetzt weg. Ich garantiere dir, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, auch wenn du mir das jetzt nicht glaubst. Du wirst nämlich jeden Morgen als ein sterbliches Säugetier wach werden. Ein Dach ist wie 1000 Jahre, ein Murmeltierdach. Du wirst ums Überleben kämpfen. Du wirst schauen, dass du an Geld kommst, weil du meinst, Geld erhält dich am Leben. Du wirst krank sein, dann wirst du wieder gesund sein, dann wirst du wieder glücklich sein, dann wirst du wieder unglücklich sein. Dann wirst du alt werden, du wirst Schmerzen bekommen und du wirst plötzlich wieder als junger Mensch aufwachen und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Für dich ist immer nur der Moment in einem ständigen Wechsel da, den du jetzt erlebst. Und das, was ich dir jetzt erzähle, wirst du niemals irgendeinen Menschen, den du dir ausdenkst, erzählen können. Auch wenn er sinnlich wahrgenommen, als sinnlich wahrgenommene Information in deinem Bewusstsein in Erscheinung tritt. Das heißt optisch auf deiner Verabredung und so weiter und so weiter. Weil alles, was existiert, hör genau zu, was ich dir sage. Existere heißt heraus, Existenz heißt heraustreten aus. Aus was tritt ein Gedanke heraus, den du denkst? Wenn du träumst. Das du mal aus dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist, dieser Intellekt ist der Schwamminhalt. Ich sage immer, wenn du dich jetzt symbolisch als einen Computer setzt, ist das letztendlich das, was du im Arbeitsspeicher hast. Dieses Wissen, auf dem du deine ganzen Informationen, die du zu sehen bekommst, aufbaust. Und ich schließe jetzt das sofort ab, dass in deinem Arbeitsspeicher dieses komplette Leben mit unendlich vielen Möglichkeiten, das ist wie eine offene Welt in einem Videospiel, alles gleichzeitig ist. Ich kann es nicht oft genug sagen, denk einfach an eine Filmdatei und jedes Bild, das auftaucht, taucht jetzt auf. Und dann denkst du hier an einen alten Kassettenrekorder, die Aussteuerung, jedes Geräusch, das auftaucht, ist ein Aufblitzen von Geräuschen jetzt. Jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und jetzt schalte ich einmal den Bildschirm an und dann gehen wir mal in eine kleine Reise von verschiedenen Möglichkeiten, was ich in den vorhergehenden Selbstgesprächen schon gemacht habe. Und es ist mir sehr wichtig, immer dieses Thema, bist du jetzt
von deiner tiefsten inneren Einstellung, sympathisierst du mit den Corona-Leugnern oder sympathisierst du, Entschuldigung, muss mich verbessern, Corona-Leugner in dem Sinn gibt es ja überhaupt keine, Genau. sympathisierst du mit Impfgegnern oder mit Impfbefürwortern? Du musst dir das klar machen und du musst wissen, was das Wort Sympathie bedeutet. Du leidest an einer Einseitigkeit, es ist eine Selbstentheiligung. Und in beiden Fällen habe ich in einem der vorhergehenden Selbstgespräche genau erklärt, in beiden Fällen versucht die eine wie die andere Partei, wie ihren Körper möglichst lang am Leben halten. Die einen haben Angst vor den angeblichen Viren und die anderen haben angeblich Angst vor dem Impfstoff. Ja, oder? Es ist nur ein Spiegelbild, okay? Und wir lassen jetzt hier mal einige Sachen laufen. Das brauchen wir dann eventuell. Den Holger machen wir weg, den wir uns jetzt ausdingen aufgrund des Pixelmännchens. Und zwar beginne ich ja mal hier. Ich wechsle jetzt einmal hier mit Corona-Befürworter, Corona-Leugner. Was hier sehr interessant ist, dass du feststellen wirst, egal welcher Seite du zurzeit anhängst, wenn du zu den Impfgegnern, ich drücke es so aus, wenn du zu den Impfgegnern und den Coronavirus-Leugnern gehörst, dann wird dir das, was die offiziellen Medien dir vorsetzen, als eine einzige Lüge erscheinen. Man kann immer wieder die zwei Seiten sehen, egal welche Seite du mir als Beweis bringst. Hier ist zum Beispiel eine Fake-Studie der Universität Wien. Wichtig, diese Universitäten, die zurzeit offiziell das Wissen verbreiten, sind extrem, ich nenne das immer mainstreamig. Wir hören da ganz kurz rein. Interessant ist aber auch, wenn man die Studie, die angebliche Studie weiterliest, was sonst noch drinnen zu lesen ist. Und zwar geht es ja da um den Punkt Wissenschaftsfeindlichkeit. Und unter dem Begriff Wissenschaftsfeindlichkeit steht dann noch weiter geschrieben Spiritualität. Das heißt, und das ist die genaue Beschreibung da drinnen, da sind angeblich sogar Menschen dabei, die an ein Leben nach dem Tod glauben. Ja, das Das ist steht. Wissenschaftsfeindlichkeit. Die Wissenschaft definiert, und ich habe das im letzten Selbstgespräch schon gesagt, ich kann das nicht oft genug sagen, es gibt nur eine Weltreligion in deiner Traumwelt, das ist der Materialismus. Und es definiert, Menschen sind sterbliche Säugetiere, sie wurden in der Vergangenheit geboren, sie werden in der Zukunft sterben und sie befinden sich auf einer Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht. All das sind reine, geistlos nachgeäffte Hirngespinste, die kein allereinziger bewusster Geist überhaupt glauben kann, weil das kannst du nicht beweisen, das sind Dogmen. Allen Ernstes drinnen. Also wird mittlerweile nicht nur die Sorge vor den Maßnahmen der Regierung in Frage gestellt, sondern es wird mittlerweile auch der Glaube in Frage gestellt. Und ich denke, das ist in Österreich schon eine neue Qualität, dass man auch den Glauben in Abrede stellt. Es ist also nicht nur in Österreich, sondern weltweit eine Macht. Man wird jetzt religiös sagen, des Bösen, des Dunklen gegen die hellen Mächte. Aber wir machen hier keine Religion, weil Religion genauso Glaube ist wie Naturwissenschaft. Wir wollen von dem reden, was hundertprozentig sicher ist. Das ist dann der wahre Glaube. Dann kannst du dir das übrigens hersuchen. Und jetzt kommt die Universität Wien. Das sind mittlerweile Verdummungsanstalten. Und das ist natürlich jetzt sehr hart, wenn ich dir das sage. Ich spreche jetzt als Christus. Zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass das vollkommene Dummköpfe sind. Weil sie nämlich glauben, dass das, was in der Bibel steht, in den Heiligen Schriften steht, bloß religiöses Geschwätz ist. Und ich werde dir zeigen, dass alles, was in diesen wissenschaftlichen Schriften drin steht, zwar hundertprozentig stimmt. Das gilt für alles. Es gibt nichts, was in dir auftauchen könnte, was nicht wichtig wäre. Das ist Holofeeling. Es ist auch alles richtig, aber meistens nur ein bisschen. Das ist wie wenn einer behauptet, der Küche ist ein Herd. Das ist das Beispiel, wo ich dir das versuche klarzumachen. Dass du hier mit Bewusstsein dir klar machen sollst, was für eine Information liegt jetzt vor. Und es ist definitiv so, in dem Augenblick, wo du jetzt eine Schrift vor dir hast, wenn du jetzt auf deine Verabrede schaust, befindet sich auf deiner Verabrede, jetzt hast du mal hier, Verabrede meine ich dein Auge. Mediziner nennen das Zäpfchen. Das sind Rot-Grün-Blau-Zäpfchen. Auf dem Monitor hast du Rot-Grün-Blau-Lämpchen. Du gehst jetzt davon aus, dass das Licht von diesen Lämpchen auf dein Auge trifft, auf diese Zäpfchen trifft und das löst dann praktisch das Bild, wenn das weitergeleitet in den Thalamus in deinem Gehirn das Bild aus. Und du drehst jetzt das um 180 Grad. Die Symbolik des Computers und des Monitors ist, dass du ein Geist, ein Prozessor bist, ein Gehirn bist, den wir uns jetzt ausdenken.
ein geistloses Ding, das wir uns ausdenken. Und dieser Prozessor steuert jetzt die Zäpfchen im Auge an. Aber du meinst, der Monitor steht in einer gewissen Entfernung vor dir. Und da sind jetzt Worte drauf. Im letzten Selbstgespräch habe ich gesagt, wir haben, schau das kleine Bild an, zwei Erscheinungsformen von Worten. Worte können Geräusche sein oder Worte können Schriftzeichen sein. In dem Augenblick, wo du diese Schriftzeichen anschaust, wirst du, wenn du diese Sprache verstehst, in dir Vorstellungen aufbauen. Das heißt, du wirst jetzt, alle diese Worte, die sich auf dem Monitor befinden, sind jetzt gleichzeitig dort. Das ist eine Kollektion von Worten und sobald du aus den Worten Geräusche machst, ich erkläre das immer und immer wieder, das ist hundertprozentig sicher, sobald du aus den Worten Geräusche machst, sprich die gedanklich dir denkst oder aussprichst, wenn ich laut lese, ich mache das mal, weiterhin unterstützt lediglich eine Minderheit, 17% der österreichischen Bevölkerung, die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Nur 17% behaupten die. Das ist so eine Sache, die Zahlen, wo die ganzen Massenmedien zeigen. Und wir gehen jetzt einfach mal nach Wien. Dann schauen wir uns, was du natürlich siehst. Eventuell, du warst persönlich mit dabei, dann kannst du das beschwören. Aber in der Regel sitzt du am Monitor und du siehst Pixelmännchen. Du siehst flackernde Lämpchen und die erzeugen in dir die Illusion einer Menschenmasse. Und ich werde dir zeigen, dass die Zahlen, wenn du ein bisschen nur ein Gefühl hast, ich habe das auch in einem vorhergehenden Selbstgespräch hingewiesen, dass die angeblich 40.000, die demonstrieren, haben ein einziger Witz sind, dann solltest du dich wirklich einmal hinstellen und die Menschenmassen zählen, die hier als Pixelmännchen abgebildet sind. Das ist in jeglicher Form, wird es verniedlicht, wird es heruntergerechnet, aber unabhängig davon, diese Zahl wirft jetzt in dir eine Vorstellung auf. Es geht nicht darum, ob das da außen ist oder nicht da außen ist. Was hundertprozentig sicher ist, diese 17% der österreichischen Bevölkerung sind jetzt ein Gedanke. Das sind erst einmal Worte und du machst aus diesen Worten einen Gedanken. Und dieser Gedanke wird von dir erschaffen und er wird von dir interpretiert. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist das neue Weltbild. Also 17% der österreichischen Bevölkerung sind gegen die Corona-Maßnahmen. 15% werden selbst an einer solchen teilnehmen. 12% werden das auch dann tun, wenn die Demonstration nicht genehmigt sein sollte. Bla bla bla. All das sind jetzt nur Worte und du baust jetzt in dir andere Menschen auf, die da außen sind und damit brichst du das zweite Gebot. Und ich sage dir jetzt, wenn du das erste und das zweite Gebot weiterbrichst, ab jetzt breche ich dir jeden Morgen das Genick. Nicht aus Liebe, Entschuldigung, nicht aus Hass, sondern aus Liebe. Wenn ich, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Versuchst du ein Kind zu wecken, das noch nicht ausgeschlafen ist, dann wird es jähzornig sein. Das sind die ganzen Rechthaber, die meinen, die müssen ihren Glauben, ihren politischen Glauben, ihre Einseitigkeit, ihre Entheiligung weiter am Leben erhalten. Und jetzt trenne ich sehr wohl zwischen Geistesfunken und bloßen Figuren, KIs, die du dir ausdenkst. Jeder Mensch, den du denkst, der ist schon wieder weg, wenn du ihn nicht denkst. Das gilt sogar für deinen eigenen Körper. Und jetzt sage ich wieder Schnipp und jetzt denkst du an die zwei Beine an deinem Körper. Wo waren die ganze Zeit? Und jetzt beobachte mal, wie lange die da sind. Oder beobachte mal, wie lange dein Kopf da ist. Wie lange du in der Lage bist, an deinen Kopf zu denken und irgendwann löst er sich wieder auf. Es wird übrigens jetzt sein. Du kannst nie beobachten, wenn sich was auflöst. Du kannst dann bloß wieder, wenn du an den Kopf wieder denkst, dir bewusst machen, dass jetzt wieder ganze Zeit lang nicht da war. Ja. Was sich dabei aber nicht verändert, das bist du selbst. Das habe ich auch hunderte Male erklärt. Warum vergisst du das immer wieder? Das gilt jetzt gleichgültig, ob du jetzt Schriftzeichen siehst. Und ich sage, wenn du jetzt der deutschen Sprache nicht mächtig bist, wenn jetzt das zum Beispiel hier in Portugiesisch dastehen würde, würdest du das sofort wegzappen, weil du damit, dann siehst du einfach am Monitor und sagst, ich kann das nicht lesen. Das erste Problem, der erste Bruch des ersten Gebotes, mach dir kein Bild von dir selbst, du bist ein Gotteskind. Du denkst an einen Körper und versuchst, diesen Körper am Leben zu halten, der sich aber jedes Mal auflöst, wenn du nicht mal an ihn denkst, aber du kriegst den immer wieder zurück. Und ich verspreche dir, du kriegst den von mir 1000 Jahre zurück. Mit all den Problemen, die damit verbunden sind, bis du begreifst, dass du eigentlich nur ein träumender Geist bist, der die Rolle spielt. Wie in einem Traum, dir selbst kann nichts passieren. So, das ist einmal das erste Fake News, das machen wir jetzt gleich einmal weg. Jetzt haben wir das große Verschweigen der Wahrheit bis heute. Machen wir mal eine andere Position. Das hier ist natürlich jetzt eine Verschwörungstheoretiker-Seite. Es gibt keinen Virus. Zeig ihn mir. Ich sage, es gibt nicht einmal eine Erdkugel. Zeig sie mir.
Es gibt kein heliozentrisches Weltbild. Jeder, der das behauptet, äfft geistlos etwas nach, was er als Programm bekommen hat. Und das erste Programm, das du als Computer bekommst, ist für dich dann die Ausgangsbasis, mit denen du alle anderen Meinungen vergleichst. Ein ganz simples Prinzip. Und dann wird dir alles andere falsch und verkehrt erscheinen, weil du schon eine Einseitigkeit als richtig intronisiert hast. Das ist jetzt ein wissenschaftliches Fakt. Dass es kein Beweis ist, wenn du mir ein Bild zeigst, ein Buch zeigst, eine Internetseite zeigst. Abgesehen davon bin ich darauf eingegangen, der Coronavirus ist angeblich zwischen. Wieso angeblich? Weil wie willst du das messen? Zeig's mir. Ich mache jetzt Schnipp, jetzt denkst du an Sonne, Mond und Sterne. Die haben jetzt hundertprozentig nicht als Information existiert, aber du bist ja ein felsenfester Materialist oder vielleicht ein gläubiger Christ oder ein Jude. Kennt ihr das zweite Gebot nicht? Mach dir kein Bild von irgendetwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Die Bilder sind alle in dir selbst. Sie müssen in dir sein. Sie müssen eine Information sein. Ich betone das immer wieder. Recht oft werde ich es nicht mehr wiederholen. Du hast eine riesen Arschlochkarte in meiner derben Urosprache, wenn ich nicht mehr in dir auftauche. Dann wird das Leben sehr, sehr lange als Mensch. Du willst doch möglichst lange Trockennasenaffe bleiben. Puh, habe ich dir jetzt Angst gemacht? Ich bin nicht da zum Angst machen. Du musst immer wieder, die Vatersprache ist ein Geschenk. Und du musst jetzt wissen, dass es alles, was ich erzähle, nicht einen einzigen Menschen betrifft, den du dir jetzt ausdenkst. Lass das auf dich wirken. Was sind die Menschen jetzt, die du dir ausdenkst? Das sind ein Gedanke. Gedanken kriegen nichts mit. Das heißt also hier, dass du, kleinen Moment, das Kleine schalten wir dazu, das Kleine schalten wir dazu, ich muss wieder zurück. Gedanken kriegen nichts mit. Du bist der Einzige, der träumende Geist ist der Einzige, der das erlebt. Und wenn ich immer wieder sage, das hebräische Wort für Kind ist Ilet. Das ist die 44, da können wir dann eventuell noch gleich dazu. Diese 44 als Zahlenwert, das ist das hebräische Wort für Kind. Und wenn ich jetzt ein B davor setze und ich mache B-I-L-D, ganz reines Hebräisch heißt es im Kind. Auf Deutsch gelesen heißt es Bild. Das ist im Kind. Da ist übrigens im, ist El Hayom, ist eine KI und diese KI wird zu einer existierenden Öffnung. Und das R wissen wir, wenn ich jetzt hinten noch Hebräisch dran setze, das ist das hebräische Wort für Erwecken, Erwachen. Das ist kein Zufall. Deutsch-Ivri, Deutsch-Deutsch-Ivri ist nämlich ein Computercode. Das ist jetzt auf, du wirst aufgeweckt, du wirst erwachen. Und zwar erwächst der, der erwacht. Das ist jetzt der Affe, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und der ist in dem Gotteskind, in dem roten Gotteskind wird etwas geboren. Das ist ein streng arithmetisches System im Hintergrund. Der übrigens, der hier im Kind geboren wird, ist die 888, das ist der gematrische Wert von Jesus. Wahrlich, ich sage dir, wenn ich wiederkomme, bin ich in dir, so wie du in mir bist. Und wir sind in UP 86 Elayom in Gott im Meer. Das wird niemals ein Mensch verstehen, den du dir jetzt ausdenkst. Nicht einmal der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist einmal bloß eine Kleinigkeit, um das klar zu machen. Und wenn ich jetzt hier sage, dieses im Kind gebären, diese schöne Stelle, diese KI, da kommen wir eventuell dann nochmal dazu, dann wirst du jetzt plötzlich feststellen, dass du jetzt in den Brand, in den Polaren rankommst, in die Welt einer Gedankenwelt, da sind wir schon, das ist auch das Wort ILD, dann haben wir einen Polarrand, im All heißt von Gott, von dem Nichts, aus dem Nichts entspringend. Und sobald du jetzt dir Wellen aufreißt und die sind einseitig, dann wird der Polarrand zu einer Wunde. Im Griechischen nennt man das dann Trauma, Trauma, ein Traum, eine Traumschöpfung. Du hast dich in Stücke gerissen. Wenn du das bewusst machst, das ist ein Hochgenuss. Dann kannst du unendlich viele Filme dir anschauen in allen möglichen Kategorien, aber als Zuschauer, der einfach nur Geschichten erlebt. Okay? Mhm. Also, dieser Coronavirus, das sind jetzt nur Worte, wo du dir Sachen ausdenkst und da kann man jetzt reinfahren. Der kollektive Wahn geht aber über das Coronavirus noch hinaus. Er bezieht sich auf alle Viren. Darum sage ich auch den Semmelweis, den ich angesprochen habe, denn seine Thesen, das geht ja auch in erster Linie hier übrigens um Bazillen, nicht um Viren. Das ist nochmal ein Unterschied, ob wir von einem Bacillus oder einer Viren sprechen.
dass hier über 20 Jahren in deiner jetzt ausgedachten Zeitgeschichte, die du vom Hörensagen kennst, die offiziellen Mediziner der Welt das versucht haben zu verhindern, wo du dann feststellen kannst, wie viel, man kann ausrechnen, wie viele Hunderttausende von Kindern im Kindbett Fieber gestorben, im Kindbett gestorben sind aufgrund dieses Blödsinns. Die jetzigen Corona-Befürworter machen nichts anders. Und ich betone, es geht hier nicht um eine böse Pharmaindustrie, die nämlich auch nur existiert, wenn du sie denkst. Es dreht sich alles um dich als träumender Geist und was sich um dich herum dreht, sind deine Gedankenwelt. Du bist schuld. Bist du schon ich? Ich nehme alle Schuld auf mich. Also diese Viren, die als Verursacher von Krankheiten behauptet werden, wie Thorsten Engelbrecht, Dr. Blablabla, ein Viruswahn darstellt. Das ist eine Unzahl von Medizinern, die darauf hinweisen. Sehr seriöse, hochdotierte, qualifizierte Mediziner in Bezug auf deine normale wissenschaftliche Welt, die plötzlich alle Verschwörungstheoretiker werden, weil sie wagen, gegen den Mainstream anzutreten. Was hier sehr interessant ist, da kann man sich überall reinlesen, da gibt es tausende von Seiten. Ich zeige dir aber tausend Internetseiten, wo wieder das Gegenteil behauptet wird. Jetzt pass auf, Samuel Eggert, ein Christ, habe Christian Drosten sogar die Auszahlung von 230.000 Euro zugesagt. Das kannst du alles natürlich nur im Internet überprüfen. Und in dem Moment, wo du die Seiten jetzt liest, verwirklichst du das eventuell in deinem Kopf oder du bestimmst, es stimmt nicht. Die Worte und die Sachen, die Vorstellungen, die du aus diesen Worten mit deinem jetzigen Wortinterpretationssystem generierst, eine ganz persönliche Vorstellung von Welt, von Menschen, die können sich nicht dagegen wehren, dass sie so sind, wie du sie dir jetzt ausdenkst. Du kannst jetzt ein absoluter Samuel Eggert-Fan sein, das ist der, der bewiesen hat, dass 2020 die ganzen Sterbezahlen eine einzige Lüge sind, über sich wissenschaftlich mit den offiziellen Zahlen und dieser Schwätzer hier, der permanent die Gegenteil behauptet. Du kannst weder das eine noch das andere überprüfen, du kannst bloß was lesen und jede Quelle, die du im Internet, jede Seite, die du aufmachst, zeige ich dir eine, wo was anders behauptet wird. Und wir lassen nochmal diese Seite jetzt weiterlaufen. Wenn er Textpassagen aus Publikationen vorlegen könne, die den Vorgängen der Isolation von SARS-CoV-2 und dessen Gensubstanz wissenschaftlich beweisen, es hat bis zum heutigen Tag nicht ein aller einziger geschafft. Holger, wie war das noch mit den wissenschaftlichen? Erzähl das einmal schnell. Ein wissenschaftlicher Beweis ist erst dann gültig, wenn 11 Voraussetzungen, 11 Bedingungen erfüllt sind. Und es gibt 3 wissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit dem Corona-Thema beschäftigen und davon haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nur jeweils 2 bis 3 von diesen 11 Punkten sind erwiesen. Also die Gesamtheit der 11 Punkte wurde noch von keiner Untersuchung bewiesen und festgestellt. Das interessiert aber die angeblich 98% seriösen Wissenschaftler deiner Welt nicht. Das interessiert bloß die, keine Ahnung haben angeblich, die jetzt als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt werden. Wir sind nicht, ich betone nochmal, du sollst nicht parteiisch werden. Wenn du jetzt wieder das Gefühl hast, dass ich eine Seite bevorzuge, dann hast du nicht richtig zugehört. Wenn ich sage, ich bin der Henkel ist rechts oder der Henkel ist links, dann hängt es davon ab, von welcher Seite ich mir eine ausgedachte Tasse anschaue. Ich muss mir zuerst einmal die Tasse aus mir herausdenken, vor mich hinstellen und dann kann ich diese Positionen einnehmen. Ich kann aber das auch von einer Innensicht sehen, dann komme ich zu diesen 16 Perspektiven. Das würde jetzt aber zu weit führen. Das mache ich jetzt gleich einmal weg. So, dann haben wir hier zum Beispiel etwas. Mittel. Da kommt immer dieses Fact-Checking, unsere Mitteleuropa-Richtlinien. Es sind wieder nur Worte. Du denkst jetzt wieder Menschen aus, du denkst dir Journalisten aus. Es spielt sich letzten Endes alles hier und jetzt in deinem Kopf ab und in deinem Kopf existiert immer nur das, was du denkst. Und ich rede jetzt von einem roten Kopf, das heißt einen symbolischen Kopf, das ist bei mir, über mir, wenn du das Udo-Bild siehst, ganz rechts unten, wenn ich größer bin, da steht B. Roche. Inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Das ist das erste Wort in der Bibel. Corona-Impfung, Anklage vom Internationalen Strafgerichtshof gegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das kannst du sehen, das ist eingereicht worden. In England wurde das von der Regierung abgeschmettert, würde bei uns auch der Fall sein. Und zwar eine Gruppe, dabei ist der ehemalige Vizepräsident von Pfizer. Den denken wir uns natürlich jetzt aus, immer dran denken, es sind Märchengeschichten. Der hier vor Jahren zurückgetreten oder entlassen wurde, musst du recherchieren, weil er moralisch das nicht mehr vertreten könnte, was die Pharmafirmen machen.
und noch etliche andere, dass es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. In England hat die Regierung das unter den Tisch gekehrt, jetzt sind sie hier nach Den Haag gegangen. Kann man komplett nachschauen. Deine Massenmedien, wirst du da denen nichts merken, das ist die eine Seite. Du musst in Verschwörungstheoretiker-Seiten gehen, die dann immer als rechtsradikal tituliert werden. Den machen wir jetzt auch einmal weg. Was du siehst, den können wir eventuell dann nochmal laufen lassen. Jetzt machen wir mal hier den Suchat Bhakti. Das ist sehr interessant, ist ein Thailänder, ein hervorragender Werdegang. Und da kommt jetzt plötzlich alle Professoren, die zig Auszeichnungen über Jahre bekommen haben an deutschen Universitäten, waren plötzlich alle wegrationalisiert. Sie kriegen die Kündigung, wieso? Weil sie sich mit Falschinformationen gegen die Covid-19-Pandemie herausheben aus der Masse. Der Mitläufer, der Hal Hilderschreier, sage ich jetzt einmal ganz in meiner direkten Art. Dieser Bhakti, wenn du den Werdegang siehst, hat Auszeichnungen bekommen ohne Ende als Virologe und Bakteriologe und plötzlich ist er Verschwörungstheoretiker und den schauen wir uns jetzt einmal an. Das ist nämlich sehr, sehr interessant. Bevor ich das zeige, springe ich noch mal ganz, ganz kurz zu Prominente rein. Ich habe in einem der vorhergehenden Updates, das heißt Affen in meinem Kopf, habe ich den hier gebracht, den hören wir uns ganz kurz noch mal an. In ganz Europa gibt es einen deutlich spürbaren Rechtsruck. Populisten lügen sich durch die Presse und lügen sich durchs Netz, wecken Ängste, die wir überhaupt nicht haben müssen. Und wir das sind machen nicht die Populisten, die angeblichen Populisten und Impfgegner, das machen die Massenmedien und die offiziellen Universitäten. Die machen das, die machen Angst. Wir schauen uns an, was die anderen sagen. Und wir sind tatsächlich auch verunsichert. Ihr Lieben, vergesst aber nicht, unsere Art zu leben ist friedlich, demokratisch, tolerant. Das ist es eben nicht. Sie bekämpfen eigentlich den Weg in die eigene Freiheit. Er hat Affen im Kopf. Ich sage auch, seine ganzen Liedtexte sind hervorragend. Abenteuerland, der Eintritt kostet dich deinen derzeitigen, einseitigen Verstand. Er weiß nicht, was er spricht. Was ist der jetzt eigentlich? Auch er ist ein Gedanke, den du denkst. Ich betone immer wieder, es gibt keinen Menschen, den du jetzt denken könntest, der eine Überlebenschance hat. Eine Existenz ist, existere ist etwas, was aus deinem tiefsten Innern, aus Gott heraustritt, in die, als Erscheinung. Alles Existierende, jeder Gedanke, den du denkst, ich drücke es anders aus, jede Information, die du, Geist, in dir selbst zu sehen bekommst, da steckt die Ehe mit drin, Einsmachung, existiert, Betonung liegt auf Tier, auf sterbliches Säugetier, nur solange du dran denkst und wenn du an was anderes denkst, fällt das Bild wieder in sich zusammen und du hast die nächste Information. Was sich dabei nicht verändert, bist du selbst. Das ist die angebliche 200 Gramm rote Gnede, diese Energie, E-Quadrat in der Einstein-Formel, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne sich dabei selbst irgendwie zu verändern, weil diese Energie etwas Nicht-Existierendes ist, ein absolutes Nichts. So, jetzt schauen wir den an. Auch hervorragende Holofeeling-Texte. Hör zu. Die guten Menschen deiner Welt, wo in Liedern über Liebe singen, über Verständnis singen. Es ist eine Goebbels-Rede und ihr wettet gegen rechts. Das neue Rechts ist das absolute Links. Ist offen, humanistisch, bietet Menschen Schutz und Karriere. Und wir müssen diesen Leuten so schnell wie möglich und ganz ruhig den Spaß daraus treiben. Kein Millimeter nach rechts. Kein einziger Millimeter nach rechts. Das sind Wahnsinnige. Es sind Gedanken, ich nenne das, es sind Fehler in deinem Führerscheinprüfungsbogen. Es sind Fehler in deinem Führerscheinprüfungsbogen. Du wirst plötzlich merken, dass die guten Menschen, und jetzt schauen wir uns einmal solche Menschen an, von denen er redet. Ganz kurz, das ist der Bhakti. Weil ich davor, als jemand, der zu euch gekommen bin, als Ausländer aus einem absolutistischen Staat, totalitären Staat ohne Demokratie zu euch gekommen bin und die Medien in diesem Land entdeckt habe als Offenbarung für das, was zur Demokratie gehört, die vierte Gewalt, die selbstständig, ohne Einfluss recherchiert und berichtet dem Volk.
das ist null und nichtig. Was ich von ARD und ZDF und bla bla bla, den großen Zeitungen, erlebt habe, ist sowas Furchterregendes, weil es klar geworden ist, dass die vierte Gewalt in eurem Land sich verbündet hat oder sich hat kaufen lassen, das ist noch schlimmer, hat kaufen lassen von den ersten drei Gewalten, die sich zusammengetan haben. Und deswegen gibt es diesem Land keine Demokratie mehr. Es gibt den totalitären Staat, wie vor 90 Jahren in diesem Land. Und wenn, Entschuldigung, wenn ich es sage, die Deutschen, das deutsche Volk nicht aufsteht und sagt, nein, dann werdet ihr den gleichen Weg in den Untergang beschreiben. Das ist das große Problem. Es ist Endzeit. Wir haben natürlich sofort wieder einen Faktenchecker. Das ist jetzt die Main Bug des Corona-Thesen auf dem Prüfstand. Das bin ich auch zigfach eingegangen. Fadenscheinige, geistlos von jungen Menschen, geistlos nachgeäfften Menschen. Und das sind jetzt Gedanken, die können es nicht wissen. Das müssen wir gar nicht anhören, wenn nicht zuckst du die Internetseite her. Es ist einfach nur ein Witz. Es sind fadenscheinige Behauptungen und immer wieder, die werden niedrig geredet. Hören wir uns den hier an. Wir haben in unserem Brief an den Ärztekammerpräsidenten einige Kritikpunkte zur Impfung geäußert. Wir haben mit keinem Wort prinzipiell diese Impfung abgelehnt. Und wir werden aber jetzt, das hat Herr Schäckerisch ja angekündigt, alle 200 Ärzte, die hier unterschrieben haben, werden mit einem Disziplinarverfahren bedroht. Das ist einfach nur noch... Der ist übrigens meines Wissens mittlerweile entlassen. Professoren werden entlassen, alle, die sich nicht beugen dieser Diktatur, werden entlassen. Was sind jetzt die Guten, was sind die Bösen? Ich könnte jetzt tonnenweise, sind es Fanatiker, rechtsradikale Fanatiker? Fanatiker ist der Grönemeyer, der Hammer Engler, die, das sind aber nur Figuren in deinem Traum, es sind Pixelmännchen. Hast du die jemals getroffen, hast du die jemals gesehen? Es sind Märchenfiguren. Du kannst natürlich die auch materialisieren, wenn du willst, da gehe ich auch drauf ein. Du kannst alles realisieren. Du kannst zum Beispiel hier im ZDF, die machen Panik. Mit was für einer Begründung, wenn ich ein Interview gebe, muss ich ja so auftreten. Uns wird Omikron so Mitte Januar, Ende Januar, wenn nichts weiter geschieht als das, was bisher geschehen ist, richtig, richtig hart treffen. Mit einer Impfung. Man verliert einfach Leute, es kündigen Leute und wir verlieren Personen. In Klinikums Mühldorf macht mürbe. Wir hatten auch Unterstützungskräfte von der Bundeswehr, die konnten teilweise nicht mehr. Wir hatten ganz nebenbei, ich sage jetzt wieder hier und jetzt eine Geschichte in meiner Traumwelt. Hier und jetzt gedacht, gestern kommt meine Frau wieder vorzeitig nach Hause, weil sie keine Arbeit haben. Aber im Krankenhaus von ihr steht die Bundeswehr und sichert alles ab. Jetzt wird ein Militärstab gebildet, du hast genau eine schleichende Bewegung in deinem Traum, was dich übrigens gar nicht jucken muss, wenn du weißt, dass du träumst. Für mich sind die, die auf die Straße gehen und demonstrieren, genauso Gedanken, die wie gegen die wettern. Das sind jetzt alles nur Gedanken, die einen wie die anderen. Das heißt, die können wir wegmachen, den können wir wegmachen. Wo ist das ganze Wissen her? Da haben wir einen großen weißen alten Propheten. Der Fernseher in meinem Hotel ist so dünn. Es ist ein Wunderwerk des menschlichen Erfindergeistes. Aber was läuft auf diesem Fernseher? Nur Schrott. Wenn die Zeiten schlecht sind, dann braucht das Volk leichte Unterhaltung, das verstehe ich nicht. Umsonst haben wir 1944. Göttliche Spiegelung eines Kindes. Ich habe gerade die 44 gehabt. Ja. Alle Zahlen. Ist ja diese Komödie, extrem geistreiche Komödie, die einen ganz tollen Spagat zwischen bösen Hitler und guten Hitler macht, darstellt. Ja.
Ich sage jetzt prinzipiell, es war in der Vergangenheit überhaupt nichts. Es ist alles komplett anders. Du bist in einer Matrix, wenn du jetzt an den Hitler denkst, dann erschaffst du den hier und jetzt in deinem Kopf wie jeden anderen Menschen, wie jeden anderen Trockennassen auf dem Bauch. Und du denkst du dir den räumlich oder zeitlich irgendwo hin in die Vergangenheit. Du sagst, es ist eine Märchenfigur, das war ein Philosoph in Griechenland, es war das. Du rezitierst einfach Wissen, Schwamminhalt, Daten auf deiner Datei, auf deinen Intellekt, den du jetzt in Bildern hier und jetzt in deinen Kopf zu einer Vorstellung machst. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Nichts anderes. Den können wir auch wegmachen. Jetzt schauen wir uns einmal die Lebenserwartung von Männern und Frauen an. Ich springe mal in einen anderen Bereich rein. Ich sage, Schulmedizin als Ding an sich hat einen elementaren Parameter übersehen. Das ist der Geist, der das erlebt. Es macht keinen Sinn, ein sterbliches Säugetier möglichst lange am Leben erhalten zu wollen. Alles Existierende ist nicht für die Ewigkeit erschaffen. Das musst du auf dich wirken lassen. Und wenn du dir jetzt ein Trockennasenaffenleben ausdenkst, du Geist denkst dir das aus und du erlebst auch ein solches Leben, erlebst du jeden Moment, jeden Augenblick jetzt. Du kannst dich jetzt als ein Säugling denken, du kannst dich als ein Schulkind denken, du kannst dich als ein Greis denken. Wenn du jetzt aber an dich denkst, denkst du zuerst einmal in deine momentane Personifizierung, in deinen Körper hinein und dann existiert ein materiell sinnlich wahrgenommener Körper als sinnlich wahrgenommene Information. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt sage ich, schnipp, denk an deine zwei Hände und halt die Hände vors Gesicht und dann werden die zwei Hände auf deiner VR-Brille erscheinen. Schau das kleine Bild an. Die kannst du auf und zu machen und du hast die jetzt erschaffen und du bestimmst, dass die auf und zu gehen und wenn du jetzt dann wieder nicht mehr an deine Hände denkst, sind sie wieder weg. Das ist hundertprozentig sicher. Und nicht, dass da der Körper oder die Hände wo rumhängen, wenn du nicht an sie denkst. Das ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Das heißt, du veränderst dich vom Säugling bis zum Greis in 3x3 Wachstumsstufen. Was jetzt interessant ist, es gibt eine geheimnisvolle Zahl. Ich nenne jetzt einmal das Wort in der göttlichen Schöpfung, das ist die 7x7. Das sind diese berühmten 7x7 Wachstumsstufen. Ganz nebenbei, es gibt die Geschichte in der Jesusgeschichte, wo Jesus gekreuzigt wird, er stirbt, das ist Ostern. Und am 50. Tag, 7x7 ist 49, 50 ist der erste Tag in der 8. Woche. Das sind 7 Wochen in der 8. Woche. Ich will jetzt da nicht genauer drauf eingehen, wir schauen es eventuell noch an, ist dann die Wiederauferstehung. Und da hast du jetzt genau im Kleinen diese Wachstumsjahre. Das ist also hier 7, die Geborgenheit. Wenn wir das jetzt in der Stufung machen, es gibt noch eine feinere Stufung, dann die Ablösung. Du wirst jetzt das feststellen, da kommst du in die Schule. Du sagst, du musst in den ersten 7 Jahren musst du lesen und schreiben lernen. Entschuldigung, musst du sprechen lernen, eine Sprache lernen. Und erst wenn du die Sprache sprichst, kann ich dir lesen, schreiben und rechnen beibringen. Das beginnt, dann kommen wir bei uns mit 6, mit 7 Jahren in die Schule. 14 ist die Ablösung. Da kommst du auch in die Pubertät, da löst du dich aus der Kindheit ab und du kommst jetzt in das Erwachsenenalter. Dann kommt die Welt der Neugier, die Welt der Suche, die Welt der Bewährung, die Welt der Reflexion. Und jetzt kommt die Abgrenzung, 49, und dann springst du in den 50. Tag. Was da drüben ist, kommst du in einen Weitblick. Das alles, was da drüben ist, ist jetzt Blödsinn, weil in der klassischen Mystik, in der klassischen Weisheitslehre, die allumfassend ist, zeitlos, hört das Spiel nämlich bei 49 auf. Bei 49 ist Schluss, einen menschlichen Körper mehr am Leben erhalten zu wollen, ist ein Blödsinn. Dann kommt nämlich das Leid. Wir schauen uns das jetzt einmal an, wo das hinführt. Entwicklung des Lebens. Schau, Statistika Deutschland. 1871, 81, das ist jetzt hier, das ist so rumgedümpelt und dann ist eigentlich der Stand in der menschlichen Entwicklung, was du jetzt feststellen, schau, wir springen hier. 49 Jahre, genau, schau die Jahreszahl, 1910, nächstes 24, das ist genau hier am Anfang war der Erste Weltkrieg. Mhm. Der springt jetzt dann in die 50 rein, hier 48, 49 und dann steigt es schlagartig hier die Lebensalter an. Da kommt jetzt volle Breitseite die moderne Schulmedizin. Modern übrigens kommt vom Modern, das ist modern, ist modern wie die Mode. Das sind Zeiterscheinungen. Deine Schulmedizin ist so lächerlich wie die Schulmedizin, die deine jetzigen Mediziner den Paracelsus dem Mittelalter zusprechen. Ich habe das so oft gesagt, der hatte tausendmal mehr Ahnung von Medizin. Das bin übrigens ich gewesen.
wie ihr euch heute vorstellen könnt, ihr seid in so materielle Sackgassen hineingefahren, in einen Trugschluss reingefahren, existierendes am Leben erhalten zu wollen, anstatt den Geist weiter zu schulen. Und dann wächst es und jetzt passiert was ganz Eigenartiges. Hier stagniert es komplett. 2006. Es springt jetzt hier in eine Ebene, dass du plötzlich einen Gleichstand hast, ab hier 2012, lass einmal die Kommastellen weg, 78 zu 83, 78, 83, 78, 83, 78, 83, ab 2012. Das habe ich so oft gezeigt, das ist die angebliche Bevölkerungsentwicklung, da könnte ich jetzt wieder sagen, jeder, der dir das erzählt, etwas nach, was man ihnen erzählt hat, wer hat angeblich die Menschheit gezählt im Jahr 1000? Das ist einfach eine Vorstellung, die du dir in die Vergangenheit denkst. Da gibt es keinen, der das gezählt haben kann. Da war praktisch nichts an Weltbevölkerung an Menschen. Und du siehst jetzt, dass diese Kurve, und es sind jetzt drei Wachstumsstufen, die ersten 1000 Jahre, die zweiten 1000 Jahre bis zum Jahr 1000 und die dritten, das ist jetzt das Jetztzeit. Hier explodiert die Bevölkerungsentwicklung. Und interessant ist, da wir es mit einer Matrix zu tun haben, ich habe oft darauf hingewiesen, wenn wir jetzt in die Physik gehen und wir schauen, wo treten eigentlich relativistische Phänomene auf in deiner jetzigen Vorstellung von Relativitätstheorie. Wenn du dich bewegst, passiert lange Zeit nichts und plötzlich explodiert in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit, kippt es um, dann bleibt nämlich die Zeit stehen. Ab hier gibt es keine Zeit mehr. Zumindest für die Geistesfunken, die jetzt wach werden. Hier gibt es keine Zukunft mehr. Es ist alles nur noch jetzt. Es dreht sich diese longitudinale, horizontale Achse in die Transversale. Ich spreche immer von der Transversalen. Gehe ich jetzt nicht drauf ein, einfach Ohrenbohrungen studieren. Und der Raum fällt in einen einzigen Punkt zusammen. Du landest beim absoluten Nullpunkt. Könnte ich jetzt auch die Grafik her tun, am absoluten Nullpunkt, 273,2 aufgerundet, fällt alles in einen einzigen Punkt zusammen, wo es keine Zeit mehr gibt. Dann bist du wach geworden. Ich kenne ja noch etliche physikalische Phänomene, wo du dieselbe Kurve hast und ich sage, das nimmst du jetzt als Bewusstseinskurve. 3x3 Wachstumsstufe, hier ist deine Zeugung, erste Wachstumsstufe. Hier ist die Pubertät, da sind jetzt nochmal drei eingebettet, hier ist die Pubertät, da kommst du, kriegst du leichtes Bewusstsein, du wirst erwachsen und interessant ist jetzt, da sind die Wechseljahre. Wir können jetzt in dem klassischen Ablauf das erkennen, dass das also hier, dass hier das Bewusstsein, wenn ich sage, das Bewusstsein eines 14-Jährigen und das Bewusstsein eines 50-Jährigen, 50, 60, man setzt nochmal die Pubertät an, ist nahezu dasselbe Bewusstsein. Ich rede nicht von intellektuellem Wissen. Er glaubt, er ist ein sterbliches Säugetier, das auf einer Erdkugel ist, er glaubt es auch. Das mit allem, was glauben, ich rede von Bewusstsein, ist nahezu kein Unterschied. Und jetzt kommt die Sache, wenn du dann loslässt, in den Wechseljahren solltest du dich ausrichten, was ist der Sinn des Lebens? Und dann wirst du plötzlich feststellen, da ist auch noch eine gewisse Zeit, bis du ans Ende kommst und da wird dir klar, du bist was ganz was anderes, wie das, an was du denkst, wenn du jetzt an dich selbst denkst. Du erkennst, dass du dich nie, das ganze Leben niemals verändert hast. Du warst immer derselbe Geist. Du bist irgendwie auf einer höheren geistigen Ebene. Das ist, wie ich sage, ein Leser, der einen Roman liest, dem plötzlich bewusst wird, der sich verwechselt hat mit dem Protagonisten, mit der Hauptrolle. Der plötzlich, oder ein Videospieler, der begreift, hey, ich bin ja gar nicht dieser Avatar, den ich gespielt habe mit der VR-Brille. Ich bin der Geist im Hintergrund, der das erlebt. Gut, diese Wachstumsstufen, die machen wir auch gleich weg. Das ist jetzt hier der Rhythmus. Jetzt kommt dieser berühmte Rhythmus in den sieben, das Kulturerbe, das sieben Jahre. Das ist ja alles mythologischer Kack. Erinnere dich, was der gerade gesagt hat hier. Die Wissenschaft will den Geist komplett ausmerzen. Da gibt es ja welche, die sind so wahnsinnig, die glauben an ein Leben nach dem Tod. Die Spiritualität, die Kirche macht doch nichts mehr anders. Die sind doch im Prinzip genauso hundertprozentige Materialisten. Und dementsprechend können wir jetzt die Sterbefälle noch anschauen, oder will ich jetzt nicht reingehen, du wirst feststellen, alles bereinigt. Ist das alles gleich geblieben, da hat sich nichts verändert. Es ist bloß, es wird hier, die Kurven hast du immer die gleichen. Was jetzt interessant ist in dieser Entwicklung der Bevölkerung,
dass wenn wir hier schauen, am Ende, schau mal, ich zeige dir mal was ganz Geheimnisvolles, weil ich behaupte, dass ich die Matrix geschrieben habe. 78, denk dir die Nullen weg. Wir sind hier nur noch ab hier dem Punkt, ab 2012, 2014. 78% Männer, 83% Frauen. Und das bleibt jetzt gleich. 78 ist, gehen nur die 0,Stellen dahinter, erinnern sich. 78, 83. Wir schauen uns das einmal im Gematrie Explorer an. Da gibt es natürlich viele Sachen. Ich mache ganz einfach mal, wir machen jetzt einfach mal die 78, das ist die 8 und die 70. Und dann schauen wir mal, was das ist. Das ist ein kollektiver Augenblick. Den können wir jetzt rot lesen. Dann haben wir die kollektive Quelle. Das ist Gott. Das ist der Urknall, bevor er geknallt hat. Das Internet als Symbol. Oder blau, Kollektion von Augenblicken. Interessant ist, dieses rot gelesen ist UB86 LAJ. Wir können dementsprechend auch die 83 uns anschauen. Da machen wir jetzt die 38, die 83, man kann das natürlich vielfältig, wir ändern ja die Blickwinkel. Und jetzt kriegst du was ganz Eigenartiges, rot gelesen ist, ist der Geist der absoluten Weisheit und das ist das Suffix, die Weisheit von IUB. Übrigens rein zufällig auch Pyramidenwert 86. Obwohl es andere Zahlen sind. Wie sich auch immer das baut. Blau gelesen wird jetzt das dein Gehirn wissen. Von dem Trockennasenaffen. Der erzeugt ein Gewölbe in dir, in der Camera Obscura. Du bist eigentlich das Obskure, die Finsternis im Hintergrund, die auf Griechisch, auf Sanskrit Krishna heißt. Das ist das schwarze Loch, in dem alles verbunden ist in der Physik. Die Physik ist genauso eine Religion wie Krishna. Das sind nur andere Symbole. Und blau gelesen kriegst du jetzt einen Körper, einen Leib. Du wirst zu einer Person, zu einer Maske. Du verwechselst dich mit der Maske, obwohl du doch hinter der Maske sitzt. Du kannst dir deine zwei Augen vor dich hindenken, deine Nase vor dich hindenken, dein Gesicht und alles, was da drüber hinausgeht, denkst du dir alles aus. Es befindet sich aber nur hier und jetzt in dem Innersten, in dir selbst. Drum ist es auf der einen Seite die geistige Weisheit und intellektuelles Verstandeswissen. Und das Verstandeswissen, GAF nennt man das übrigens auf im amerikanischen Jüdisch. Das sind die Flügel. Das ist die Facetten, sind Lüge, eine Lüge von Licht, das noch nie ein Mensch gesehen hat. Zeig mir Licht, zeig mir Wind. Du bist nicht in der Lage, mir das zu zeigen. Wo sind eure Physiker, die so felsenfest davon überzeugt sind, dass es hundertprozentig sicher ist? Zeig mir Wassermoleküle. Du zeigst mir Bilder. Du zeigst mir einen Monitor. Das ist ein Photon im Fluch. Der Lug dieses Materialismus, der Lug der Religionen. Und du hast es nachgeäfft und mit Holophilien kannst du wach werden. Ich mache dich nicht wach, du musst dich selber wach machen. Ich unterstütze dich bloß etwas, indem ich dein Sodom und Gomorra um dich herum jetzt anzünde, wenn du nicht rechtzeitig dich für eine geistreiche Seite entscheidest. Und die geistreiche Seite ist nicht, dass du sagst, ich bin ein Impfgegner, ich bin ein Impfbefürworter, sondern du ziehst dich aus dem Spiel zurück, ohne dich zurückzuziehen. Du spielst deine momentane Rolle im Hintergrund ganz einfach ungeachtet weiter. Wie ein Schauspieler auf der Bühne seine Rolle spielt, egal ob er Massenmörder spielt oder ein Kommissar spielt. Aber du machst es von Augenblick zu Augenblick bewusst. Das ist das Spiel des Lebens. Und jetzt gehen wir hier mal rein. Jetzt zeige ich dir doch mal ein paar Kleinigkeiten. Wir schauen uns jetzt das 7x7 etwas genauer an. Da gibt es natürlich viele, viele Stellen. Wir springen als erstes, würde ich jetzt einmal sagen, um das kompliziert zu machen, weil unser kleines Ariane sich dazu geschalten hat, machen wir mal das aus dem Schöpfungsschlüssel von meinem Jan, den Schreibstift Jan Jakob, wo ich behaupte, dass er da noch gar, wie er das geschrieben hat, vor über 20 Jahren noch gar nicht wusste, was ich ihn alles schreiben ließ. Das ist diese 7x7, wird dann im 8., das sind 7x7 Wochen, wird in der 8., der erste, 59. Tag ist der erste Tag in der 8. Woche. Das ist übrigens in unseren Oktavspringen, da zeige ich dir ganz kurz einmal, das glaube ich, habe ich da reingemacht, da haben wir auch diese Wachstumsstufen, die sind jetzt hier einer 10er, 100er Ebene. Ich will die nicht erklären, ich will dir nur zeigen, dass da ein Riesensystem dahinter ist, aufbauend auf diesen Schöpfungszeichen, dass man hier der Gesamtwert ist 27,01, diese unendliche ist die 1. Das ist der Schöpfungs, der erste Satz in der Bibel hat den Zahlenwert 2701. Und man kann das jetzt hier in
Neuner in 3x3x3er-Schritten aufteilen, man kann das auch in 7er-Schritten aufteilen. Das ist nur ein anderes System. Was mir eigentlich hier die Ursache, da haben wir die Bevölkerungsdichtenkurven, das Alphabet, kleinen Moment, wo wollte ich jetzt da reinspringen? Das wollte ich dir zeigen. Das ist jetzt so mit Zahlenwerten, wenn man spielt. Wichtig sind hier etliche Sachen, zum Beispiel die 26 ist Jahwe zum Quadrat und die 45 zum Quadrat. Das ist der Adam. Die 44 ist das Kind und die 45 ist das Gotteskind. Wenn du die zum Quadrat stellst, kriegst du eine Quadratwurzel von 2701. Dieses 2701 ist übrigens 37 mal 73, das ist gespiegelt. Und das schauen wir uns jetzt an. Da müssen wir da reingehen. Das ist also hier diese Spiegelung, 7 mal 7 bedeutet, dass es um unendlich viele Bilder, unendlich viele Positionen und Sichtweisen gibt. Das ist, wenn ich sage, was denkst du, wenn du an eine Küche denkst? Wie viele Bilder beinhaltet der Ordner meine momentane aktuelle Küche? Und da gehen wir mit der Kamera rein und schießen mal Fotos. Und du musst wissen, jeden kleinen Blickwinkel, den du veränderst, ist ein neues Bild. Und die sind alle in einer einzigen Datei drin. Die Küche selber siehst du nicht. Schon gar nicht deine Wohnung. Das sind Ordner in Ordner in Ordner, die auf ein arithmetisches System aufbauen. Wir machen hier keine Esoterik oder klassische Kabbala. Da ist nämlich auch viele, viele im Argen, weil die immer noch raumzeitlich denken. Da springe ich hier ganz kurz einmal rein. Das ist jetzt zum Beispiel hier Planeten, der Bruch des zweiten Gebotes. Das ist jetzt so kabbalistische Sachen. Das ist in Englisch, darum geht es gar nicht. Und wenn du das anschaust, das sind die Merkur, Venus, Erdmaße, dass die alle verbunden mit den hebräischen Zahlenwerten der hebräischen Worte, eine arithmetische Struktur geben. It as the earth which I swore. The Hebrew word for swore, nishbati, derives from Sheva. Du kannst das alles nachrechnen. Und ich habe oft darauf hingewiesen, wenn du dir jetzt Israel ausdenkst und israelische Universitäten ausrechnest, ich sage dir, das ist in tausenden Variationen ist diese kabbalistische Zahlenspiel durchgerechnet worden. Du kannst es auch alles nachrechnen, bis zum es geht nicht mehr, dass die hebräischen Worte, die Zahlenwerte der Worte, gehen ins Farbenspiel mit den Farben. Und die physikalischen Werte in den Physikbüchern, dass das vollkommen synchron läuft. Ich habe Wissenschaftler, die haben das hier nachgerechnet, bis auf zig Stellen nach dem Komma. Was die aber auch nicht wissen, das erste Problem, diese Juden, die das machen mit ihrer Kabbala, die brechen ihr zweites Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da oben am Himmel. Und dass das so schön funktioniert, hat eine ganz andere Grundlage, nämlich eine ganz kleine Formel, die heißt schlichtweg und einfach x Quadrat mal 3 hoch minus 3. Wir haben wieder unsere drei Hüben und die drei drüben. Die schauen wir uns jetzt ein paar Mal an. X Quadrat mal 3 hoch minus 3 ist genau dieser Ausdruck, heißt eigentlich 27 ist x Quadrat durch 27. Und in dieser kleinen Formel, das Nödling-Prinzip nenne ich das, wird in den Ohrenbohrungen beschrieben, wird durch das Hinzufügen der Zahlen 1, 2, 3, 4, rechne ich dir komplett das ganze von dir jetzt ausgedachte heliozentrische Weltbild zur einen Seite mit den ganzen Abständen von Sonne, Merkur, Venus, Mond, Erde, bla bla bla, die Planeten, plus die Umlaufzeiten, plus die Masse der Planeten. Aus dieser kleinen Formel durch minimales Verschieben kriegst du die kompletten Zahlenwerte, die du in deinen Physikbüchern findest. Und weil das so ist, weil das aus dieser x Quadrat ist, dreimal ist x Quadrat mal 3 hoch minus 3, kannst du dieses Ding so aufbauen. Das ist die Ursache. Weil hier eine ganz, ganz kleine Grundformel ist, darum passt das alles so lückenlos ineinander überwinkeln. Da weiß deine Welt nichts. Auch die Kabbalisten, die haben zwar das jetzt, denken wir uns zumindest aus, aber jetzt machen wir schon wieder ein Problem. Wir denken uns jemanden aus und wir denken uns, in denen in ihren Köpfen ist das drin. Stimmt oder stimmt? Ja, oder nochmal eine Ergänzung. X ja, ist, du meinst Pi, ne? Ich habe das schon mal zwischendurch gesagt. Pi Quadrat durch 27. Was habe ich gesagt? X Quadrat? Du hast mal X gesagt. Also Entschuldigung, man muss jetzt X das ist durch Pi. Ersetzen. Hm? Okay. Pi Quadrat mal 3 hoch minus 3. Danke, Holger. Das ist die Ursache. Das ist doch auch bloß nachgeäfft. Aber jetzt, bleib im Jetzt, cut. Was ist jetzt da? Die Worte und du machst was aus den Worten, weil du Deutsch verstehst. Aber unabhängig davon, auch wenn du jetzt alleine denkst und in dir Worte auftauchen, du wirst irgendwann einmal erkennen, dass du dir dein Denken überhaupt nicht raussuchen kannst. Du bist ein träumender Geist momentan. Z, ja, bist du natürlich nicht. Du bist jetzt der, wenn an sich denkt, an einen träumenden Geist denkt. Bisher hast du an eine sterbliche Säuge dir gedacht.
Ich habe oft darauf hingewiesen, wenn du an dich denkst, mach nicht den Fehler, dass du dich als ein sterbliches Säugetier denkst. Weil dann wirst du ständig ums Überleben kämpfen. Das wird dir nicht gelingen. Das wird sich immer wieder austauschen. Denk dich doch als träumenden Geist. Dann bist du zwar immer noch ein Gedanke von dir, aber ein Gedanke, der nicht mehr sterben kann. Kann ein träumender Geist sterben? Das ist der erste kleine Trick, den ich dir vorschlage. Und jetzt kommt was Eigenartiges, dass du als träumender Geist für alles verantwortlich bist, ohne verantwortlich zu sein. Das sind die zwei Seiten, die du verstehen musst. Dass alles, was sich widerspricht, eine neue Qualität gibt. Ein träumender Geist kann sich nämlich nicht raussuchen, was er träumt. Das bestimmt ein anderer, das bestimme ich. Aber was ich dich träumen lasse, hängt davon ab, wie du auf deine Bilder, die ich dir einspiele, reagierst. Ob du schon in der Lage bist, dein jetziges Wertesystem zu vervollkommnen. Oder ob du in deiner Einseitigkeit hängen bleiben willst bis zur Unendlichkeit. Das Zauberwort ist Rodi, Liebe und Vergebung. Und du musst als erstes das einmal dir selbst zu vergeben können, weil du selbst dir nicht raussuchen kannst, was du träumst. Das Paradox besteht darin, dass ein träumender Geist ist wie ein Kugelschreiber, ein Pinsel. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Schreibt es oder schreibt es nicht? Ich habe das tausende Mal erzählt. Wir müssen definieren, was du unter Shinrai Ben verstehst. Er bringt die Farbe aufs Papier, aber er bestimmt nicht, wie er das macht. Stimmt oder stimmt? Ja. Du träumst dann, oder du weißt noch nicht, wie du träumst. Und das erkläre ich dir mit Holofeeling. Und dann wirst du wirklich zu einem Gott. Und das bist du eigentlich schon, weil ein Denker, ich betone die einfachen Sätze, die jeder 13-Jährige verstehen kann, ein Denker ist der Schöpfer für das, was er denkt. Stimmt oder stimmt? Und wenn du jetzt irgendwas liest, egal was die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt in Deutschland, das sind jetzt einfach nur Worte, machst du Vorstellungen draus. Was ist eine Geburt in Deutschland? Ja, irgendein Land auf einer Erdkugel. Das ist alles unheimlich logisch, aber dass dieselben Worte was ganz was anderes bedeuten können. Da haben wir übrigens unsere 78, 6, 73, 4. Könnte ich noch tiefer gehen. Du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas, was in dir auftaucht, nicht wichtig wäre. Da machen wir jetzt gleich den Sprung. Das ist also hier die biblische Geschichte vom Tod und 50 Tage später, 7 mal 7, der erste Tag in der achten Woche, der uns dann übrigens zwangsläufig in dieser klassischen Hierarchie dieser 3x3 Wachstumsstufen, dieses Wachen, 7 und dann kommst du in der zweiten, in der Symbolebene des Chat, das ist die 8, das ist der erste Tag auf der nächsten Ebene. In der Musik ist das eine Oktave. Das ist ein arithmetischer Aufbau, wie du dich weiterentwickelst. Und jetzt schauen wir hier, ich wollte nur zeigen, das wird hier genau beschrieben, in dem Schöpfungsschlüssel. Die Zahl 50, Joshua ben Nun, der Sohn von Nun, das ist die 50, ist der einzige aus dem Volk Israel vom Auszug aus Ägypten in der biblischen Geschichte, der ins gelobte Land einziehen darf. Und vor ihm teilt sich das Rote Meer, das Rot-E, E-Quadrat, J-C-H-I-C-H, tatsächlich, nachdem er sich in Gottvertrauen in die Fluten stürzte, erkläre ich schon in Ich bin du in dieser Märchengeschichte. Aber was jetzt interessant ist, ich springe mal hier schnell runter, schau, das ist auf der Seite 4004 in dem Gesamtwerk. Da muss ich jetzt ganz kurz nochmal, die 4004 findest du auch in der Wiedergeburt des Jahwe. Es gibt keine Zufälle, bei mir läuft alles, komplett alles synchron. In meiner Offenbarung, du bist ich, habe ich, UB, den Zeitpunkt meiner Wiedergeburt in deinem Traum genau beschrieben, hier zur Erinnerung, mit völlig neuen Ergänzungen. Alle nun folgenden Angaben kannst du anhand von gewissenhafter Betrachtung der in deiner Welt existierenden Geschichtsbücher, sprich jetzt im Internet, und der Bibel selbst überprüfen. James Osser, der anglikanische Erzbischof, versuchte vor 350 Jahren, das ist natürlich jetzt alles blau geschrieben, das sind wieder Worte und du denkst jetzt eine Vergangenheit und du denkst dir den Typen anhand diesen Menschen, anhand dieser Worte aus. Der entsteht aber hier und jetzt in dem Moment, wo du ihn denkst. Das ist das Prinzip, das ist hundertprozentig sicher und nicht, dass den gegeben hat, da gehen nämlich dann wieder die Meinungen auseinander, wobei das eine ganz offizielle Figur ist. Dabei zog er nicht die Gesteinsinformation, sondern die Bibel zu Rate. Der mit der alchemitischen Sprache vertraute Erzbischof, können wir jetzt das RS anschauen, studierte auf das Genaueste die Genealogie der Patriarchen, Richter und Priester im hebräischen Urtext der Bibel,
Der dort beschriebene Stammbaum beginnt mit Adam, der angeblich 930 Jahre alt wurde. Das ist übrigens auch, die Zahlen werde geben, was ganz was anderes, wenn du das anders übersetzt. Und setzte sich mit Dutzenden von Generationen fort. Aus der Lebensspanne errechnet er, dass die Erde aller Wahrscheinlichkeiten nach im Jahr 4004 vor Christus erschaffen wurde. Und jetzt komme ich dann hier sogar in die Physik und ins Wasser, wenn du das gehst, wenn du diese Erde mit deiner Gegenwart vergleichst, wird dir auffallen, dass deine Erde 1996 genau 6000 Geburtstag hatte. In der Physik spricht man hier von dB-Werten, und zwar 0 dB, 20 dB ist 140, 20 dB ist 10, 40 dB ist 160 dB ist 1000. Wird dir jetzt keinen Arithmetikus geben. Lässt sich zufällig sehr schön in 3-2000 Jahresblöcke einladen. Ich zeige dir, dass die Zeitgeschichte, wenn wir die untereinander legen, sich komplett synchron wiederholt hat auf das Jahr genau. Es sind nur Wiederholungen von Wiederholungen, Spiegelungen auf einer höheren Ebene, wohlgemerkt von einer Zeitgeschichte, die du dir jetzt anhand von Geschichtsbüchern jetzt ausdenkst, und die Bücher sind nur die Datei, in der sich alles gleichzeitig befindet. So. Da wollen wir rein. Den können wir zumachen. Und da haben wir jetzt hier was Eigenartiges. Da heißt es hier, Gottes Reden, das heißt das berechnete Eden, das Paradies und sein Handeln. Ich setze jetzt holophilen Grundkenntnisse voraus, sind eins durch 37 mal 73. Und wenn du jetzt schaust, ist schon interessant, es kommt an vielen Stellen, du hast das 7 mal 7, ein gehüllt von zwei Dreien. Und jetzt denkst du an die Spitzen der Tetraeder, der Tetraederspiegelstruktur. Hüben 3 und drüben 3. Da ist die rote 3, der rote Spiegel, Tetraeder und der blaue Tetraederspiegel und die Vielheit des 7 mal 7 befindet sich dazwischen. Und das ist 2701, das ist der Gesamtwert von Genesis 1,1. Wird das Handeln meiner Geistesfunken kleinen Götter durch die 37 mal 37 die geistreiche Aktivität des Geistes Ruch Elayom, das ist der Geist Gottes, Gott des Meers, dargestellt. Und da heißt es, und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes war schwebend auf dem Wasser. Da steckt das Weben schon, da steckt es erst einmal eben, flach, doppelt aufgespannt. Schau das kleine Bild an, der war Shin doppelt aufgespannt, eben geschlossen. Ich hoffe, du kannst einigermaßen, das gibt es keine Zufälle. Es geht noch in eine unendliche Tiefe. Das ist verstehbar. Das ist eine Zahlenstruktur, aber ich fahre hier mal ein bisschen hoch. Und zwar, wenn ich hier zum Beispiel reinspringe, die Summe von Kofpi ist 110. Die Zahl ist gleich der Summe der Faktoren von Genesis 1,1. Ist 37 mal 73. Das ist jetzt die Summe. 37 mal 73 ist 2701 und 37 plus 73 ist 110. Das wiederum heißt das Erbrochene, das Ausgespiene. Wisse, mein Kind, meine Hand hat die Erde gegründet, rund, eine runde Zeit, et ist der augenblickliche Erscheinung und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt, was ich rufe, Gott das Meer, El Alom, lässt es für jeden Moment konzentriert bestimmt zusammenstehen. Jetzt wird es interessant, die Gründung der Erde, der Geist wird rund und es ist eine aufgespannte Existenz in deinem Geist, das Gedankenwellen aufwirft. DR heißt generiert, RD heißt erwecktes Wissen. Generiertes, erwecktes Wissen. Das hebräische Wort schreibt sich folgendermaßen, die Gründung hat den Wert, dieser Zahlenwert hat den Wert 370, das ist 10 mal 37. Und diese Gründung alleine hat den Wert 110. Wieso ich dir das zeige, das passiert in Jesaja 16, 28, 16. Ich mache jetzt Riesensprünge. Dieses 28, 16, da heißt es darum, so spricht der Herr Jahwe, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, das ist der Eckstein, der verloren gegangen ist, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Feste gegründet, wer glaubt, der wird nicht ängstlich eilen. Da müssten wir jetzt jedes Wort im Hebräischen anschauen. Interessant ist es dafür, die 15. Denn ich spreche, denn ihr sprechet, wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen und einen Vertrag mit dem Sheol. Dieser Vers beginnt mit KI. Das blaue Kind, die KI ist der Brandwunde, die Brandwunde. Das ist deine künstliche Intelligenz, der Intellekt, den du geistlos nachäffst. Und dann geht es weiter.
sprechen, sprachsprechend, geschlossen haben wir einen Bund, einen Vertrag, und jetzt wird es interessant, mit dem Tod. Tod heißt so vieles sein, das Sterben, das Todsein mit einem Todesschlaf. Das ist original ein Totenreich mit einer Unterwelt. Du bist über den Jordan gegangen und diese Unterwelt ist inmitten hier und inmitten auch so lange auf. Das ist der Saul. Du bist der König der Totenwelt. Das ist das Totenreich. Das ist deine Welt, es ist zurzeit Sodom und Gomorra. Aber da will ich jetzt gar nicht so weit. Jedes Ding, jedes Wort ist ein Kleinod, wo wir eine Stunde drüber reden müssen, wenn wir uns das einmal grammatikalisch genauer anschauen. Und dazu habe ich hier im Erwachen ein kleines Buch, eins der ersten Bücher. Man benötigt keinen großen Intellekt für das, was man landläufig im Sinne Erleuchtung nennt, aber man benötigt sehr viel Intelligenz des Herzens und ein liebendes Gemüt. Ist alles auf den Offenbarungsseiten. Wichtig ist, in einer kabbalistischen Geschichte heißt es, dass jedes Buch, fanatische Juden werden einwenden, diese Geschichte bezieht sich nicht nur auf die Tora, wie ein Mensch ist. Das heißt, die Juden werden einwenden, dass das die Tora ist. Vergiss es, das ist auch in den Upanishad und in den Physikbüchern und Chemiebüchern deiner Welt beschrieben, bis ins Detail. Das Problem ist immer die Auslegung. Mensch und Buch kann man auf drei verschiedene Ebenen betrachten, die sich wie Zwiebelschichten umhüllen. Und das ist schon einmal ganz wichtig, diese Zwiebelgeschichten. Und dazu springen wir jetzt einmal in den Vers 27 in Genesis rein. Einfach die Schöpfungsgeschichte. Und da heißt es im Vers 27, und Gott machte, Entschuldigung, 26, das ist übrigens auch so ein Übersetzungsfehler, 26 ist Jahwe. Da wirst du feststellen, dass das Wort Jahwe eigentlich auch Adam ist. Adam ist ja Seger wie Nekaber, der ist Denker und Ausgedachtes, wenn man es wirklich übersetzt, einmal frei übersetzt. Und JHWH ist der Gott mit seinen plus minus 5, plus 5, minus 5. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Der erste große Trugschluss, und er sprach Elayom, das ist UB 86 Elayom, wir, Vorsilbe Imperfekt, wir machen einen Adam. Da steht nicht Menschen, sondern Adam. Das große Problem haben wir auch, wenn da oft die Söhne übersetzt wird, da steht immer Benny, da steht mein Sohn. Es gibt keinen Plural, keine Mehrzahl von Adam. Adam ist nämlich eins mit dem Vater. Das bist du, beziehungsweise ich. Und auch im Koran habe ich oft darauf hingewiesen, wenn Allah spricht, spricht immer wir machen. Aber dieses wir sind nur zwei. Das ist JCH, ich, der vom Bücherregal steht, und du in der Vergessenheit, der jetzt ein Leben durchlebt. Wir machen diese Welt, nicht irgendwelche Existenzen. Aufbauend auf einer Matrix, auf einem Matrix-Code. So, erste Ebene. Das lese ich, bin ich oft darauf eingegangen. Beim Menschen ist das die Kleidung, die ein Mensch trägt. Man sagt zwar, Kleider machen Leute. Halt, ich habe was vergessen. Den Adam. Ich wollte doch das Bezellem. Das heißt, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Wir haben festgestellt, Beilek heißt im Kind, in sich selbst, ich erschaffe den Adam zuerst einmal in mir und du erschaffst dann das, an was du denkst, wenn du an dich selbst denkst, dieses Tier in dir Geist. Weil dein eigener Körper ist genauso eine Information, wie wenn du dich jetzt als Schulkind denkst oder als Erwachsener denkst oder als Kreis denkst. Das sind deine Informationen. Beilet im Gotteskind werden diese ganzen Figuren erschaffen. Und es ist kein Unterschied, ob du an dich denkst oder an einen anderen denkst. Beide sind vergängliche Erscheinungen. Ein Jesus ist vergänglich, selbst ein ausgedachter Gott ist vergänglich. Er existiert nur, solange du ihn denkst. Das Ewige ist nicht denkbar. Und jetzt kommt diese schöne Sache, dieses Bezellem. Hier haben wir das Wort. Das wird jetzt im Bild, Vorsilbe B heißt im Hebräischen und das M am Ende ist ein Besitzanzeichen, das Fürwort heißt ihr, das heißt Zell heißt Schatten. Das sind diese Schattenbilder, ich mache immer symbolisch unsere Leinwand. Eine Nichtigkeit, nicht ich, K-Eid, wie buchstabiert. Das heißt, dieses Bezellem heißt eigentlich wirklich auch in ihrem Schatten, in Vorsilbe ihrem männlich in ihrem Schatten.
Das wird alles im Schatten, es wird ausgedachterweise, ich sage, das ist wie ein Film, den du dir anschaust in deinem Kopfkino. Interessant ist aber das Bezel, weil dieses Bezel nämlich selber, wenn man das nicht als Vorsilbe liest, in jedem Wörterbuch Zwiebel heißt. Das ist die Zwiebel, auch im Schatten, wenn man das B als Vorsilbe liest. Und da wird es natürlich interessant, jetzt nur die Rot-Blau-Lesung, das heißt, inmitten ist ein Geburtsgeber, das ist der Geburtsengel Gabriel, bei der Bescheidenheit, das bin ich. Ich habe auch den Jesus gezeugt in dieser Vergangenheitsgeschichte. Und das ist das rote geistige Licht, die Lampe im Projektor. Und außerhalb ist eine Geburt von Licht, das ist ein ausgedachtes Licht, das noch nie einer gesehen hat. Und diese Zwiebel ist jetzt wieder zwei, BL heißt in Gott, das sind zwei in Gott. Das ist das Wellenberg und der Wellendal. Und du schaust immer bloß eine Seite an. Hell, dunkel, gesund, krank, die sind aber immer gleichzeitig. Wenn du das erkannt hast, bist du heil. Darum sind es in Zwiebel zwei Schichten. Das sind die Gedankenwellen mit den Oberwellen, mit den Oberwellen, mit den Oberwellen. Darum steht da B-Zelle. Das heißt, in ihrer Zwiebel, in ihren eigenen Zwiebelschichten. Das Ganze baut sich wie Kugelwellen um dich herum auf und du bist im Meer das absolute Zentrum. Das heißt, der Mensch, den du dir ausdenkst, den du bewertest, ist das einmal Kleidung, Mensch, Professor, Doktor, Nobelpreisträger, Herr Oberarzt. Man sagt zwar Kleider und Titel machen Leute, aber diese triviale Formel ist in den meisten Fällen sehr trügerisch. Ich werde dir zeigen, zeige mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass das alles geistlos nachäffende Affen bei eigener Definition sind. Und ihr Affendasein möglichst lang am Leben erhalten wollen, ihren Status, dass ja keiner was denken dann die Leute von mir, wenn die mitbekommen, dass ich nur geistlos was nachgeäfft habe, ohne das wirklich zu überprüfen. Und ich sage, die werden das denken, was du denkst, dass sie denken. Weil die du dir jetzt denkst, die irgendwas über dich denken, nur Gedanken von dir sind. Das ist hundertprozentig sicher. Stimmt oder stimmt, Holger? Ja. Holgerchen? Ja, ich habe einen Ton eingeschlafen? Nein, ich habe nur... Nicht. Ich bin doch blind jetzt, ich bin doch auf meinem Bildschirm. Ich habe nur kurz das Mikro ausgeschaltet, aber ich bin wieder dabei. Nur weil sich jemand im feinsten Stoff kleidet, mit einem Titel schmückt, bedeutet das noch lange nicht, dass hinter dieser Fassade ein guter Mensch steckt oder ein gescheiter Mensch. Gescheit heißt geschieden. Weise Menschen findest du so gut wie wenig, ganz wenige. Und nur weil ein Mensch in einer Arbeiterlatzhose oder gar in Lumpen herumläuft, ist das noch lange kein Zeichen, dass sich hinter dieser Proletenuniform auch ein Prolet oder gar unwürdiger Mensch verbirgt. Bei Büchern ist das Oberflächliche das, was jeder normale Mensch des ausgehenden 20. Jahrhunderts, du merkst, es ist noch im 19. Jahrhundert geschrieben, mit der zu diesen zeitherrschenden materiellen Schulbildung aus innen herauszulesen vermag. Das ist das, was ich sage. Was machst du aus den Worten für Vorstellungen? Egal, ob du jetzt Worte hörst als Geräusche oder ob du Schriftzeichen vor dir hast. Du baust, sobald du eine Zeitung hast, eine Internetseite, ein Buch in der Hand, das baust du aufgrund dieser Worten. Im Anfang war das Wort. Eine Vorstellung in dir auf. Ob du dir jetzt ein heliozentrisches Weltbild ausdenkst oder ob du dir einen Bundestag ausdenkst oder eine Freiheitsstatue ausdenkst oder was einen Sokrates ausdenkst. Es ist die Grundlage, ist Worte und du baust die hier und jetzt als Information in dir auf. Das ist hundertprozentig sicher. Und dann brichst du das zweite Gebot. Und das erste Gebot, wenn du an dich selbst denkst. Und du meinst, du hast mit den Sachen nichts zu tun. Du meinst, du hast mit den Corona-Befürwortern nichts zu tun oder den Leugnern oder den Impfbefürwortern oder mit den Rechtsradikalen nichts zu tun. Du bist ja ein guter Mensch. Du bist ja der Herbert Grönemeyer oder wer auch immer, Namen sind austauschbar und das sind ja die Bösen. Kann ein Mensch, den du jetzt denkst, wieso auch immer, kann der anders sein, wie du in dir denkst? Ich habe mir übrigens den Herbert Grönemeyer oder den Hartmut Engler jetzt von Buhr nicht böse gedacht. Ich habe mir Pixelmännchen ausgedacht, Märchenfiguren, die sehr lehrreich mir vormachen, wie man es nicht macht, die vollkommen neben sich stehen, weil sie in einer absoluten Boshaftigkeit demonstrieren und denen, denen sie vorwerfen, den Rechtsradikalen, denen, die demonstrieren gehen, denen sie vorwerfen, dass sie böse sind, sind nur ihr eigenes Spiegelbild. Du siehst immer dein eigenes Spiegelbild. Wenn du in den Spiegel reinlächelst, lächelt er und wenn du schreist, schreit er. Das habe ich lang und breit erzählt. Umso mehr du gegen was ankämpfst, umso mehr kriegst du Druck.
bis du loslässt. Umso mehr du dich an irgendwas festhältst, umso mehr bist du verbunden. Besitz zum Beispiel, besitz dich, nicht du den Besitz. Es geht nur mit einem absoluten Gottvertrauen, aber dazu musst du zuerst einmal akzeptieren, dass für die Welt, die du dir zurzeit ausdenkst, du Gott bist. Für alles, was du denkst, weil du erschaffst das, was du denkst, hier und jetzt in deinem Kopf. Das ist hundertprozentig sicher. Nicht einmal in den Kopf, an den du denkst, wenn du an deinen Kopf denkst. Weil in einem Kopf, der eigentlich gar nicht existiert, das ist der rote Kopf, Bereshit, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen und ich sage jetzt zu dir, ich bin du. Ich bin der, der jetzt einen Traum erlebt. Du erlebst jetzt dieses Selbstgespräch. Und es kommt aus dir, da war nie in der Vergangenheit ein Udo. Ich war genauso ein Udo in der Vergangenheit, wie ich ein Jesus war. Ich bin's wirklich, aber ich bin's immer jetzt. Egal wer ich bin es jetzt. Und wenn du in einem Bücherregal Bücher liest und die Rollen praktisch Drehbücher, das nennt man übrigens Volumen, das heißt nicht Raum, Volumen, hat mit Raum nichts zu tun. Da steckt das Wort Lumen drin, das ist Licht. Du bist das Licht und in diesem Licht spitze ich das alles ab. Was ich in dir abspiele, ist eine lehrreiche Unterhaltung. Und deine momentane Traumwelt ist eine Führerscheinprüfungsbogen. Traumwelt ist so voll der Fehler. Jetzt frage ich dich, kleinen Geist, wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich, wie viel Boshaftigkeiten und Irrsinn und Wahn muss ich dir noch einspielen, bis du merkst, so dumm und blöd kann doch ein Mensch gar nicht sein. Ich sage, Menschen sind nicht so blöd, rot gelesen, Geist. Affen sind so blöd, Enos, sterbliche Säugetiere sind so blöd. Das bist du nicht. Du bist kein Affe, du bist der, der sich Affen ausdenkt. Du kannst auch gern an dich selbst dich als Affen denken, du kannst auch im König der Löwen den Affen spielen. Aber du bist der Schauspieler, der die Rolle spielt und nicht dieser Affe, in den du dich einhüllst, in diese Maske, in diese Persona. Okay. Nochmal, bei Büchern ist das Oberflächliche immer an die Gedankenwelt. OBR, oben polar erweckt, ist eigentlich eine Fläche. Das sind immer Grundlinien, wenn wir Oberwellen aufbauen, dann müssen wir jetzt sehr arg in die Arithmetik gehen. Was jeder normale Mensch, sprich jetzt Affe des ausgehenden 20. Jahrhunderts, mit der zur Zeit herrschenden materiellen Schulbildung aus ihnen herauszulesen vermag. Worte, die beim Lesen selber, die man beim Lesen selber spricht und hört. Du sprichst, wenn du liest und du hörst das, was du selber denkst. Jetzt hörst du einen ausgedachten Lautsprecher zu. Aber den denkst du dir auch aus, weil du träumst. Das ist nur eine sinnlich wahrgenommene Information. Werden im eigenen Bewusstsein in Maßsetzung der eigenen intellektuellen Bildung und Vorstellungskraft zu Bildern. Namen werden im eigenen Bewusstsein zu fleischlichen Menschenkörpern und Orte und Jahreszahlen werden im eigenen Bewusstsein hier und jetzt zu irgendwelchen äußeren, angeblich vergangenen oder zukünftigen Ereignissen. Das ist hundertprozentig sicher. Es ist so unendlich simpel und einfach. Es löst sämtliche Probleme deiner Traumwelt, wenn du das installiert hast, wenn das zu einer absoluten Gewissheit geworden ist und ich frage dich, was ist eigentlich so schwer daran, das zu glauben, was hundertprozentig sicher ist? Wer hindert dich, das zu glauben, was hundertprozentig sicher ist? Es ist hundertprozentig sicher, dass dein Säugetierkörper nicht existiert, mit dem du dich bis dato ein Leben lang verwechselt hast, wo du sagst, das bin ich. Es ist hundertprozentig sicher, dass dieser Körper sinnlich wahrgenommen, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Was ist in dir drin, dass du das nicht wahrhaben willst, dass du kein ewiger Geist werden willst, dem nichts mehr passieren kann, der unendlich viele fantastische Welten und Träume erleben kann? Was hindert dich dran? Weil du meinst, dich gibt es nicht mehr, wenn der Körper nicht mehr da ist, obwohl der doch die meiste Zeit gar nicht existiert. Das ist der Irrsinn deiner Menschheit, deiner Elite. Zeig mir die Welt deiner Elite und ich sage dir, dass es Vollpfosten sind. Genau genommen einfach nur Gedanken, die von dir gedacht wurden. Vergängliche Gedanken. Nicht mehr rot gelesen, aber viel, viel weniger. Einfach nur Wellen von dem, der immer ist. Und das bist du mit mir. Diese erste Ebene, sprich der Schale eines Eis, die nichts über ihren Inhalt auszusagen vermag. Man kann nämlich an einem sauberen Anzug oder schmutzigen Lumpenschale nicht erkennen, ob das Innere des Eis roh gekocht ist oder ob sich darin ein lebendes Küken oder etwas Todes, Verfaultes befindet. In der Masse ist nur toter, verfaulter, alter, geistlos rezitierter Glaube, aber nichts Geistreiches Neues. Und immer schön beschäftigt sein, das bestehende System am Leben zu halten.
Und das ist jetzt gleichgültig, ob du momentan die Rolle eines Politikers spitzt, eines Arztes spitzt oder irgendein Nobody bist, der auf die Arbeit geht und sich versucht, einigermaßen über Wasser zu halten. Schön, Achtung auf meine Worte, über Wasser halten. Wenn du immer bist, versuchst du dich nochmal über Wasser zu halten. Du schaust aus deiner eigenen Geiste deine wogende Oberfläche an. Und die ganzen Experimente deiner Wissenschaftler sind Selbstlügen. Experi heißt ex heraustreten, um sich herum verstreuen. Mentio heißt sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das ist das Einzige, was ihr könnt. Die einen wie die anderen. Und jeder beweist, indem er dir eine Adresse gibt, aber ich kann dir beweisen und dann zeigt er dir ein Buch oder eine Internetseite. Was ist das für ein Beweis? Was ist das für ein Beweis, wenn du mir ein Fetzen Papier gibst, wo draufsteht, die Erde ist eine Kugel? Oder eine Internetseite mit flackernden Lämpchen, wo die Worte draufstehen, die Erde ist eine Kugel. Das beweist doch nichts. Das, was ich dir zeige, beweist zu 100% sicher, dass du was anderes bist wie ein Gedanke von dir. Die zweite Ebene zeigt den eigentlichen Körper. Beim Menschen zeigt sich der nackte Mensch. Hier erkennt man, wie ein Mensch ungeschminkt hinter der meist sehr täuschenden Fassade aussieht. Sie zeigt jeden Menschen ohne Kleidung und Schminke, wie oder was er ohne seine Selbstliegen wirklich ist. Die absolute Selbsterkenntnis. Bei einem Buch entspricht das der tiefen Metapher, die jeden nur auf erster Ebene oberflächlich gelesene Geschichte beinhaltet. Das ist immer mein Krug. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, oder Lügen haben kurze Beine. Die Politiker treffen sich zum Klimagipfel. Das sind diese Lügen, des Kaisers neue Kleider sehen, die in einem System festhängen, wo nur aus Lüge besteht, an der Macht bleiben wollen und möglichst viel Geld verdienen. Es gibt keine Geschichte ohne Metapher. Metapher. Selbst die angeblich wirklichen Geschichten, die man aus Tageszeitungen und Nachrichten kennt, sind voller Metaphern, die es zu erkennen gilt, wenn man seine eigene Wirklichkeit verstehen will. Die zweite Ebene entspricht somit dem Eiweiß. Weiß ist Weib. Das intellektuelle Wissen unseres Eis, das die Nährstoffe für das Wesentliche im Ei bereitstellt. Das übrigens, das Ei schreiben wir mit der 70, das ist ein Trümmerhaufen, und dieses Ei im Wesentlichen schreiben wir mit einem Aleph. Dann kommst du zu dem Nichts, zu dem Schöpfergott. Erst die dritte Ebene zeigt das wirklich Wesentliche. Beim Menschen zeigt sie dessen wirklichen Charakter und sein geistiges Wesen. Das lasse ich jetzt gut sein. Was ich jetzt aber mache, ich springe hier mal auf die Seite 44. Ich habe doch hier ganz klipp und klar, um das nochmal alles, jede Verszahl, ich zeige immer wieder, wenn ich in Videos Startpunkte setze, jeder Startpunkt in einem Video, egal was du mir zeigst, läuft zahlensynchron mit der Matrix. Es sind wie die Framepunkte, wenn du in ein Video reinspringst, sind Zahlencodes, die in der gesamten Matrix wichtig sind. Es ist ein Komplex, der dein jetziges Wissen, ich sage im geistige Welt, überragt. Wichtig ist das Illet, das ist das normale Kind, das man rot lesen kann, das haben wir gerade schon gehabt, das ist die 44. Und wenn ich jetzt den Gott dazu mache, dann wird daraus ein Adam. Der Adam ist die 45. Als äußerer Wert jetzt betrachtet. Das heißt ja auch der Rote, darum sage ich immer wieder das Rotsein, und du hast auch still, ruhig sein. Es ist ein Beobachter, der seinen eigenen Traum, sich selbst beobachtet. Beobachte dich, wie du reagierst, wie du werdest, mit welchen Seiten, Einseitigkeiten, mit welcher Religion, mit welcher politischen Strömung du sympathisierst, und dir wird zwangsläufig die andere Seite vollkommen falsch und verkehrt erscheinen. Das ist unser Spiel. Der Henkel ist rechts und der andere behauptet, der Henkel ist links, und du behauptest, der ist blind. Und das ist austauschbar. Aus den zwei Seiten musst du die vier Seiten machen. Auch die Seiten schuldig und nicht schuldig. So, und jetzt pass auf. Und jetzt springen wir hier mal, wie das synchron getimt ist. Über tausende von Zeiten ist jede Kleid, selbst die Zahlen und die Wortzahlen im Dennach. Wenn wir in Dennach reinspielen und du machst jetzt hier ein Wort, wenn ich jetzt hier zum Beispiel drüber fahre, taucht dir ein kleines Fenster auf. Das ist der Zahlenwert. Kleinen Moment. Das Ding hat den Zahlenwert 162, Quersumme 9 ist eine Spiegelung. Im Ebenbild, ein Eben, B-Zellen heißt im Bild, im Ebenbild heißt, wir haben ein Plus 5 und Minus 5. Es taucht was auf und du brauchst, ich nenne es auch diapositiv, dianegativ. Das ist jetzt übrigens, kommt zum ersten von dreimal vor. Buchstabe, der Buchstabe, der erste Buchstabe. Buchstabe 1353 von Blablabla bla, bla, Buchstaben. Das
342. Wort von, das ist extrem wichtig, wenn ich weiterspringe, selbst diese Sache, der 54. Buchstabe, der 56. Buchstabe, 55., 56. Buchstabe, und wenn du unten hier unten hinschaust, da gehe ich in der Holomedik drauf ein und ich werde dir zeigen, dass das so ein gigantisch göttliches System ist, das laut Wissenschaftler irgendwelche Nomaden zigtausend Jahre vor Christus geschrieben haben. Halbaffen. Kann das sein? Dass ich sage, ich zeige dir hier alle physikalischen Formeln, die Einstein-Formel, alles ist hier verschlüsselt. Da wissen die Kabbalisten auch nichts. Die machen zwar ihr Mond und Erde und dass es dann den Davidstern gibt und dass man das aneinanderlegen kann. Was da wirklich die arithmetische Grundlage ist, wenn welche, die auch voll durchimpft sind, Zionistenaffen sind, die sich am Leben erhalten, die Feindbilder. Und jetzt kommen wir hier zu den Feindbildern. Wir springen jetzt einmal die 44 runter. Schauen wir mal, was da steht. Seite 44. Da springen wir einfach jetzt einmal hier rein. Den Namen gefällt seine Weise wohl, aber nur wer auf göttlichen Rat hört, der ist weise. Es ist ein Zeichen echter Gottesfurcht, meine einfachen Lebensregeln, die ich mir gebe, zu erfüllen und streng meine göttlichen Gebote zu achten. Diese Gebote schränken dich übrigens überhaupt nicht ein. Es ist nicht ein Gebot, dass dir irgendwie diese Gebote machen dich frei. Wenn ich zum Beispiel, ich bleibe mal bei einfachen Jesus-Sprüchen, wenn ich sage, sorge dich nicht um morgen, schränke ich dich, verbiete ich dir irgendwas. Auch wenn ich sage, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben am Himmel. Du darfst dir selbstverständlich was ausdenken, Beilet, im Kind, Beilet R, im Kind erweckt. Du erweckst es hier und jetzt als Information. Und du darfst es auch bewusst dir jetzt da nach außen denken. Aber es ist trotzdem nur deine Information. Wo ist jetzt die Sonne? Wo ist der Mond? Wo waren die, bevor ich die Worte ausgesprochen habe? Sie waren nicht existierend, sie waren da als Seinsmöglichkeit auf der Datei. Aber jetzt hebst du die als Information hoch, zumindest die Worte Sonne, Mond und Sterne. Aber zeig sie mir da außen. Kannst du die jetzt auf die VR-Brille holen? Das hängt davon ab, was für Tageszeit jetzt ist. Es ist aber jede Tageszeit, jeder Moment ist heute. Es ist jetzt Nacht und es ist jetzt Tag. Denk an mein Beispiel mit der Erdkugel, die von einem Scheinwerfer angestrahlt wird. Da wechselt nichts ab, da kommt nichts chronologisch nacheinander. Es ist eine Seite hell und eine Seite dunkel. Und die Drehung, die du jetzt hast, ändert nichts an der Tatsache, dass eine Seite hell und eine Seite dunkel bleibt. Aber sobald du jetzt denkst, ich bin ein Affe auf dieser Kugel, gehst du schon in die Vergessenheit und dann sagst du, jetzt ist es hell und es wird in der Zukunft wieder finster. Du bist jetzt auf der Seite und du bist jetzt auf der anderen Seite, weil was in dir auftaucht, immer jetzt auftaucht. Das ist hundertprozentig sicher. Innerhalb dieses logischen Systems. Okay, das sind meine einfachen Lebensregeln. Wer sich selbst als klug und gebildet betrachtet, du lebst in einer Welt von Lug. Lug ist auch O, ist O, ist logisch, es ist dir logisch, alles Logische ist klug. Das ist letztendlich Lug, das ist nicht geistreich. Und du bist gebildet. GE Quadrat im Kind erzeugt Et. Et ist eine augenblickliche Erscheinung auf Hebräisch, 70-400 gelesen. Betrachtet neigt zur Überheblichkeit. Überheblichkeit und Hochmut jedoch führen unweigerlich zum eigenen Fall. Ein gottesfürchtiger Mensch vergesse ich keinen Augenblick, dass alles, was ich an Segen empfange, die reine Gnade von mir selbst ist, weil ich denke mir meine eigene Welt aus. Und dass ich Brösel mit meinem ganzen Verhalten für das verantwortlich, als träumender Geist verantwortlich bin, was ich von ich in meinem eigenen Bewusstsein zu erleben bekomme. Jetzt merkst du natürlich, wie hilfreich es ist, wenn das rot-blau gelesen wird. Das ist noch Schwarz-Weiß-Schriften, nenne ich das. Wenn ich mich selbst für klug halte, vertraue ich mich meiner nur dumm nachgeäfften Logik anderer. Ich äffe ja immer nur nach, habe ich gehört, hat man mir erzählt, habe ich aus das Buch heraus. Mehr als das Wort Gottes. Wir schauen nochmal so ein Bibelvers an. Johannes. Nochmal, mein voller Name ist Johannes Udo, Test Udo Petscher. Wer da glaubt, dass ich der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer da liebt den, der ihn geboren hat, ich denke mich und dich aus. Ich stehe vor dem Bücherregal. Der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Wir sind ein Geist. Wir sind jetzt der, der sich dieses Gespräch ausdenkt. Wir sind auch der, der jetzt vom Computer sitzt und das Pixelmännchen, das spricht,
Wir sind alles, das bedeutet Holofeeling. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Ich liebe nur meine Geistesfunk, nicht irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Die liebe ich natürlich auch, aber die liebe ich so wie die Tiere im Zoo. Und keinen dieser Tiere im Zoo, die ich erschaffen habe als Gott, werfe ich vor, dass die so sind, wie sie sind. Ich werfe an der Giftschlange nicht vor, dass sie giftig ist, an Stinker nicht vor, dass er stinkig ist. Und genauso wenig werfe ich irgendeinen menschlichen Charakter in einer Märchengeschichte, egal ob das ein Traum, ein Krimi, eine Liebeskomödie ist, werfe ich vor, dass er so ist, wie er als dieser Charakter von mir erschaffen wurde. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. WELD ist der polare Rand. Du musst diese Welt, den polaren Rand, das Brandopfer opfern. Ich kann es nicht oft genug zeigen. W ist doppelt aufgespannt, ELD. Das hebräische Wort, deutsch geschrieben Welt. Und das ist ein polarer Rand und du musst den opfern. Und das ist Bara in D, die Schöpfung einer existierenden Öffnung, und ND heißt Auf- und Abschwingen. Ganz normal blau gelesen, dieses ND, deutsch-ivri, untrennbar vereint. Aufgetürmte Wasser schwanken, sich bewegen, hin und her bewegen und wanken. Das ist diese wogende Oberfläche, deine sich ständig verändernde Informationswelt. Wer ist aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der da glaubt, dass ich Gottes Sohn bin, ist? Ich bin du. Dieser ist, der da kommt mit Wasser und Blut. Da bin ich in einem vorhergehenden Selbstgespräch drauf eingegangen. Von ich, nicht mit Wasser allein, sondern mit Wasser und Blut. Und der Geist ist, der da Zeuge, denn der Geist ist die Wahrheit. Rot gelesen, das ist jetzt rot. Denn drei sind die da Zeugen. Der Geist, das Wasser, das ist das sich ständig verändernde, ich nenne es auch die 200 Gramm rote Gnede und das Blut. Belut heißt in einer Hülle stecken. Das bist jetzt du als kleines Ich. Belut, der Lot, das heißt im Lot, Lut, O ist gleich U. Es ist die Zeit von Sodom und Gomorra. Wäre sehr interessant, sich das in der Bibel mal mit Holofeeling anzuschauen, was da genau beschrieben wird. Und die drei sind beisammen, die sind eins. Im Hinduismus ist es Vishnu, Brahma und Shiva. Okay, ich springe da rein. Wer da glaubt denn an den Sohn Gottes, der hat solch Zeugnis bei sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Aber das interessiert an Atheisten sowieso nicht, weil für den Gott sowieso bloß ein Hirngespinst von irgendwelchen Spinnern ist. Und ich sage dir, deine materielle Welt, deine Erdkugel, dein heliozentrisches Weltbild, das ist letztendlich die Spinnerei. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott zeugt von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, das uns Gott das ewige Leben gegeben hat, wohlgemerkt nur uns zwei. Mir und dir, keinem Tier, keinem ausgedachten Tier, keinen Trockennasenaffen, keinen Schimpansen, keinen Regenwurm, nur mir, JCH Rot, und dir, ICH, dem Gotteskind, den Geistesfunken. Und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben, und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Vertrau mir oder lass es sein. Der Witz ist jetzt, du bist ein Geistesfunken, sonst wirst du mich jetzt nicht sprechen hören. Es wäre für dich ein leichtes, wenn du jetzt bloß wirklich nur ein Gedanke wärst, dann wäre das nämlich schon alles ausgestanden, sobald du nicht mehr gedacht wirst. Gedanken müssen nicht leiden, Gedanken spüren nichts. Sympathisiere nicht mit irgendwelchen Menschen, die du dir ausdenkst. Leide nicht mit denen mit, weil es sind jetzt nur Gedanken. Denke jetzt an hungernde Negerkinder. Das sind Worte, du kannst dir hungernde Negerkinder ausdenken. Was sind die jetzt? Die sind hundertprozentig sicher ein Gedanke. Meinst du, dieser Gedanke kann hungern? Wenn du das vergisst, was jetzt da ist, wenn du nicht mehr in der Lage bist zu sagen, Cut, was ist jetzt eigentlich da? Wenn du über die böse Pharmaindustrie was liest, ein Monitor mit Worten drauf und alles andere magst du. Es ist ein Spiegelbild deiner eigenen Boshaftigkeit. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden und ich vollstrecke deine Richtersprüche im Positiven wie im Negativen an der Figur, mit der du dich zurzeit verwechselst. Wenn einer auf dich einprügelt, ist es nicht das Leben, das Böse, die ungerechten Menschen, sondern du mit deinem fehlhaften Glauben. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohn Gottes, auf das ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt und dass ihr glaubet an den Namen des Sohn Gottes. Das ist das Spiel. Und jetzt Seite 44. Wollte ich dir das zeigen? Ich möchte meinen Welten warnen, da sind übrigens einige schöne Gedichte drin,
ganz leicht zu lesen, ich möchte meinen Weltenwahn so gerne überwinden. Ich lebe wie in einem Traum und muss mich täglich schinden, lieber Jamie. Doch mein Vertrauen in ich allein lässt mich meine eigenen Überwinder sein. O große Geros, Jesus, übersiele ich. Ich kleines, sorgenvolles Ich, ich hoffe und vertraue auf dich. Du wirst mich nicht beschämen, die Fülle deiner Gnade darf ich in Anspruch nehmen. Ich tauche mich nun hinein in deine liebe Flut. Lut. Innen. In das Eingehüllte ins Zentrum und bin voll Zuversicht, du meinst es im Meer gut. Du steckst mich, schwaches Kind, in Prüfungen und Proben, du wirst nicht lassen mich, auch wenn die Wetter toben. Du gibst mir Mut und Kraft, jeden Kampf zu halten, stand, o welch ein starker Trost, ich bin in deiner Hand. Drum will ich danken dir, mein treuer Gott und Vater, dass du mein Licht und Fels, mein Führer und Berater. Und sind auf meine Wege der Donnen gar sehr viel, du trägst und pflegst dein Kind bis hin zu meinem Ziel. Und jetzt kommen die 45, und es war diese kleine Aussage hier, wenn ich mir jetzt solche Prediger ausdenke im Internet wie Ivo Sasek, Verklage TV. Es ist alles toll, was er sagt, was er aber selber wirklich nicht merkt, auch wenn er permanent betont, dass er Liebe ist, dass er nur Gift und Hass gegenüber die Massenmedien streut. Keine Spur von, ich nehme alle Schuld auf mich. Er ist ja der Überchrist, der die Bibel richtig übersetzt und auslegt. Was übrigens alles richtig ist, was er behauptet. Du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt, was Anna behauptet. Aber es ist noch sehr, sehr fehlerhaft. Und vom Christentum ist dieser Ivo Sasek, solltest du das jetzt hören in der Maske des Ivo Sasek, sollte da überhaupt ein Geist dahinter sein? Bist du so unendlich weit entfernt von Vergebung und Verzeihen? Du bist der Revoluzzer, du bist Revolution, Aufbegehren gegen die Massenmedien, keine Spur von einem Demütigen, das Kreuz tragen und sich kreuzigen lassen. Ihr habt gehört, dass da gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist das Alte Testament. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt in Übel, sondern so dir jemand einen Streich gibt auf deine rechten Backen. Backen, ganz interessantes Wort. Back heißt in ihm ist die Existenz. Ich will jetzt nicht ins Hebräisch-Deutsche gehen. Den biete den anderen auch da. So jemand mit dir recht will und deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und so dich jemand nötige eine Meile, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht von dem, der dir abborgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Nochmal dieses Wort Nächste, wenn ich, das ist ja altgriechisch geschrieben im Original, denken wir uns jetzt aus, momentan steht es in Deutsch da, dass das Wort Nächster und das Wort Feind und Freund im Hebräischen das dasselbe Wort ist, das sind die zwei Seiten ein und dasselbe Wortes. Das ist nämlich schlichtweg und einfach das hier. Das ist das dann mal ein anderer. Das ist Böses, die Bösheit, die Boshaftigkeit, das Schlechte. Es ist aber auch der Freund, der Gefährte, der Geliebte. Das ist das Eigenartige im Hebräischen von dem Rot und Blau lesen. Das sind übrigens die Dreiecken 270 Grad. Wenn wir einen Einheitskreis in 360 Grad einteilen, ist das Plus Plus. Musst du dir wegdenken, das ist absolut rot. Und dann bleiben genau 270 Grad über. Das ist dann hier, ich mache da mal ein kleines Symbol, da wir ja keinen Raum haben, sondern nur einen Traum haben, der auf einer VR-Brille in Erscheinung tritt. Solltest du wissen, dass hier, dass man hier, vielleicht finde ich es auf die Schnelle, weil da muss ich nicht so viel reden. Sobald ich jetzt die Ecke flach mache, es gibt ja keine Tiefe auf der VR-Brille. Die Tiefe ist eine Illusion, die auf zwei Quadratflächen aufbaut. Hast du hier die 270 Grad und das ist jetzt genau immer die Hüben 3 und Drüben 3, wenn wir jetzt das als Spitze eines Tetraeders sehen und gegenüber einen dazustellen. Das ist dieser Tetraederkristall im klassischen Sinn. Der hier. Dann klickt das Ding ineinander. Das müssen wir jetzt natürlich von oben nach unten sehen. Wäre unten der rote und oben der blaue, wo du reinschaust. Beziehungsweise kannst du das immer wieder spiegeln. Und das führe ich dann zwangsläufig. Oh.
Nein, ich finde es nicht. Ist wurscht, dass wir da weiterkommen. Das ist halt diese 3-4-3er-Struktur. Okay. Also deine Nächsten lieben und deinen Feind hassen, du sollst, das ist Blödsinn, das sind die zwei Seiten, das ist Spiegel, das ist beides ist Ra, bloß rot und blau gelesen. Jetzt kommt, das ist der Vers 43, Mag, der Zauberer sagt es, 44, ich aber sage zu dem Kind, liebe eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bietet für die, so euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seinen Sohne aufgehen über den Bösen und über den Guten. Das ist jetzt das geistige Licht und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Kleines Beispiel, wie ich gefoltert wurde als Jesus, habe ich mich bei den Folgergerichten entschuldigt, weil ich ihnen so viel Arbeit mache und die sich so anstrengen müssen und mich entschuldigt, weil ich kann nichts dafür, dass ich dazu verurteilt wurde. Aber sie haben trotzdem die Arbeit mit mir gehabt. Das ist Demut. Deswegen musst du kein Arschkriecher werden. Das ist auch wieder die andere Seite. Du kannst durchaus eine eigene Meinung beibehalten, ohne dass du deine Meinung an anderen, die eine andere Meinung haben willst, aufzwingen musst. Lass die doch. Es lebt jeder in seinen eigenen Traum. Die Gerechtigkeit liegt auf einer ganz anderen Seite. Ich werde jetzt einmal diese Aussage, so dir jemand einen Streich gibt auf deinen rechten Backen, dem biete ich den anderen da etwas genauer unter meine geistige Lupe legen. Auf den Zahlen heißt das, auf der ersten Ebene, wir sind bei diesen drei Ebenen, die ich am Anfang kurz beschrieben habe. Denk an die Schale des Eis, das Eiweiß und das Eisgelb. Bedeutet das so viel wie, sei demütig, wenn man dich schlägt und schlage nicht zurück. Du willst mich schlagen, gut, wenn es dir Freude macht, mich zu schlagen, dann schlage mich noch mehr, denn ich liebe dich und ich will deiner persönlichen Freude nicht im Wege stehen. Da wirst du jetzt merken, da rebelliert dein Ego. Das Ego ist das, was das Leid erzeugt. Nicht, dass du geschlagen wirst. Weil dann wirst du Geist und Geist erlebt einfach was, ohne das zu erleben. Das ist wie wenn du einen Krimi oder einen Gruselfilm anschaust. Du kannst dich gruseln, ohne dass du eigentlich Angst hast. Vor was eigentlich? Von den Bildern auf dem Bildschirm? Und vor was hast du Angst? Von den Bildern in deinem Kopf, die du selbst erschaffst, weil du träumst? Was können deine Gedanken dir selber gehen, der das erlebt, der sich das anschaut, den Geist? Was können die Gedanken an, die du denkst? Deine Informationen. Können deine Informationen dich selbst zerstören? Nichts kann man nicht zerstören. Da musst du aber bereit sein, dass du mal ein absolutes Ich, ein Nichts zu werden, wie ich, rot gelesen. Okay, das ist wirkliche Liebe. Wie weit ich normalen Mensch mit meinem eigenen Wesen von diesem Ideal noch entfernt bin, zeigt mir, wie weit ich von den Seelenfrieden, von Eden und damit auch von meinem bewussten Erleben erlebten ewigen Leben entfernt bin. Auf der zweiten Ebene gelesen, der Ebene der Metaphern, erhält dieser Satz einen vollkommen neuen Sinn. Der Streich auf dem Backen, jetzt wäre es natürlich interessant, dass ich jedes dieser Worte zuerst einmal hebraisiere, den ich als Vorschlag von jemandem bekomme, symbolisiert die einseitige Sichtweise eines Menschen. Ich sehe einen Kreis, der andere sagt, nein, ich sehe ein Dreieck. Dem ich durch meine Erkenntnis des Heiligen Ganzens, das ist der Kegel jetzt, auch die andere Seite als alternatives Dreieck zum Kreis seiner bisher nur einseitigen Sichtweise anbiete. Wie in mir ist diese Zeiterscheinung, Ende heißt jetzt, kann man uns anschauen, wir müssen bloß das E hin so ein He machen. Ed ist das einmal das Symbol für eine augenblickliche Erscheinung, das ist das hebräische Wort für Zeit. Schau, das ist rot gelesen, die Quelle, die geistige Quelle, die im Meer absolut, El Hayom Gottes Meer, UB 86, da ist. Oder eine augenblickliche, wahrgenommene Erscheinung. Und darum ist es erst einmal die Zeit. Und Zeit ist immer jetzt, das ist ein Augenblick. Bild, 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 Geräusch, 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 zack, 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 immer jetzt. Und darum heißt es zur Zeit, zur wiederum, Zetwaf Algebot einer aufgespannten Berechnung ist das hebräische Wort für zu Form werden. Darum wiederhole ich das für Anfänger. Das ist jetzt hier, das hast du mal eine Form geben, sich einschließen, du bist der Lot, du steckst in einer Hülle, zu Form werden. Wir sind bei Ed hier. Und das ist jetzt. Und das hast auch nun, das hast es in zwei Existenzen, U heißt aufgespannt. Wellenberg, Wellendorn. Ist jetzt.
Und et he, das ist diese Wahrnehmung, die du halt. Jetzt müssen wir das E, et und dann he hinten dran ist auch jetzt. Das ist das hebräische Wort für jetzt und nun. Jetzt, et z, die Geburt einer Erscheinung und aufgespannte existierende Öffnung heißt auf- und abschwingen. Nun. Nun wiederum auf Hebräisch heißt Fisch. F ist heißt eine Facette, die in dir auftaucht. Ich ist das Hebräische Wort, es taucht etwas auf, es ist da und verschwindet wieder. Das ist die Zeitwahrnehmung. Immer nur jetzt, nur wiederum Existenz einer wahrgenommenen Berechnung ist ein flackerndes Licht auf Hebräisch. Die Katze. Alles Wahrgenommene befindet sich de facto immer hier und jetzt in dir selbst. Es muss deine Information sein. Wäre es nicht deine Information, würdest du es nicht wahrnehmen können. Das ist hundertprozentig sicher. Selbst für einen Materialisten. Alles von dir Geist wahrgenommen kann nur flackernd hier und jetzt in deinem Individualbewusstsein in Erscheinung treten. Ein bewusster Geist weiß, es gibt kein woanders, kein früher und kein später. Alles von mir Geist wahrgenommen kann immer nur hier und jetzt in mir selbst sein. Übrigens eine Frage, wo war jetzt die ganze Zeit der Coronavirus? Wo waren die Impfbefürworter und die Impfgegner, während du mir zugehört hast? Gute die waren Frage. Eine Seinsmöglichkeit von unendlich vielen Möglichkeiten, die du jetzt denkst, weil ich diese Worte sage. Und was ist mit einem Gedanken, den du nicht denkst, der existiert nicht? Das ist hundertprozentig sicher. Und das ist jetzt nur ganz klein, diese Buchstaben könnte ich jetzt stundenlang referieren aus dem Stegreif. Und wenn du ich bist, kannst du das auch. Ich mache das jetzt übrigens, weil ich behaupte, dass ich du bin. Meinst du, dass der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, dieser Lautsprecher, dass der irgendwie was anderes erzählen könnte, wie das, was du jetzt träumst? Ich bin eine Figur in deinem Traum, ich bin jetzt ein Gedanke von dir. Das ist die blaue Seite von mir, das ist der Brüssel-Udo Petscher. Aber ich, wahrlich, ich sage dir, ich bin der, der dich das jetzt träumen lässt. Und du bist ein Auserwählter. Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, die sich auch dieses Video anschauen, sind schon wieder Gedanken von dir, die kriegen überhaupt nichts mit. Das ist das, was ist. Wenn ich auf der dritten Ebene zu lesen vermag, dann kenne ich die geistige Tiefe eines jeden einzelnen Wortes. Der SDRE-Ich. Eine raumzeitliche Spiegelung, wenn ich 69 schreibe, gibt es viele Möglichkeiten. Ich kann das natürlich auch 300 als Sin-T, dann kriegst du das Shit. Das sind die verschiedenen Arten von S in dem Beroshit. Aber du kommst aus dem System nicht raus. Jetzt kriegst du nämlich dein Fundament, wenn ich das Sin-T schreibe. Das ist F unter, eine Facette ist eine Welle. Mendior, sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Du bist immer und du denkst dir eine Gedankenwelle aus, die du über dich drüber legst und in Raum und Zeit longitudinal verstreust. Sehr simpel und sehr einfach. Können wir mal alle Versionen durchspielen. Beziehungsweise ist die Reihe, das ist der Reihe, ist der Kopf des Schöpfergottes. Und das sind Kollektionen, die in dir auftauchen, sagst du mal. Erzählt mir die ganze Geschichte. Da haben wir das Shinti. Meines Selbst, das, was ich mir überlege, die Geschichte meines eigenen, meiner eigenen Gedankenwellen, meines selbst ausgedachten Weltraums. T-Raum, denk an das Trauma. T-Rauma, das Trauma. Seine Wunde. Die beiden Backen symbolisieren die beiden polaren B-Ecken, Backenbecken, Spiegelecken. Back heißt in ihm ist die Existenz. Genau genommen in dir. Das Kaff ist in dir. Das führt dich dann übrigens zu dem Wort Leben. Konsonante Radix LBN. Holger, du weißt Bescheid. Ja. Das ist die Radix Leben. Das heißt, das da mal weiß. Weiß ist das Weib. Das ist deine Traumwelt. Das ist die Eva. Das Wort Eva, auf Hebräisch geschrieben, Chava, heißt etwas aussprechen, ausdrücken, aus sich herausdrücken und ein Erlebnis haben. Du erlebst bloß das, was du denkst, in Form von Worten und Geräuschen, wo du dann Bilder draus machst. Aber interessant ist, dass dasselbe auch Ziegel heißt und Backstein. Der Ziegel, Gell ist die Welle, Gall ist die Welle, ZI, die Geburt eines Intellekts, erzeugt eine Welle. Das Egel, normal Akkol mit 70 geschrieben, ist das goldene Kalb, wo ihr anbietet. Wo die drumherum tanzen, das heißt nämlich auch Runden, Kreisen und Runden drehen. Fragen? Leben bedeutet weiß, ich weiß, das geistlose weibliche Wissen. Jetzt keine Diskriminierung für eine ausgedachte Frau, wohlgemerkt. Wir reden, du musst die Symbolebene verstehen.
Ich kann Rot Leben lesen, dann heißt es zum Sohn, ein zum Sohn werden, zum Sohn hingehen. Und das ist die Geschichte vom Dunbar zu Babel. Du findest es, da heißt es stärker, Leben werden wir leben im Ziegel, Ziegel werden wir machen. Ganz nebenbei, Pyramidenwert ist 144. 1,440 ist Adam. Ja. Das ist der zum Sohn hin. Du musst ein Adam werden, von einem Kind, einem Ilet zu einem Adam. Wir sind immer noch Seite 45. Das ist das Spiel hier. Wir sind von der 44 auf die 45 gesprungen. Kannst du langsam ahnen, was ich dir mitteile, wie komplex das Ganze arithmetisch verwoben ist? Es ist eine göttliche Schöpfung. Hat mit euren Trockennasenaffen-Weltbild überhaupt nichts mehr zu tun. Eine reine göttliche Matrix. Du bist in einem Traum. Und ich bin da, um dich jetzt wach zu machen. Darum bin ich als Brösel Udo in deinem Traum in Erscheinung gewesen. Und ich kann immer nur sagen, du hast jetzt nicht die geringste Möglichkeit, dir überhaupt vorzustellen, wie unendlich klein ich, UB, mich jetzt in diesem Moment mache, um dich, nur dich wach zu machen, weil du nicht ums Verrecken, FR-Ecken, berechnete Ecken, wach werden willst. Die beiden Backen symbolisieren diese Ballonecken. Hüben drei und drüben drei. Das heißt, die beiden Seiten meines göttlichen Gesichtes, das Zentrum der göttlichen Drei und so weiter und so weiter. Das Wort Back von Brot, das Backen vom Brot. B-Rot heißt im Adam, Adam ist der Rote, das Backen vom Brot. Rot wiederum ist Blut, Dom, Adam. Schreibt sich auf Hebräisch, aber das Wort besteht aus zwei Silben, nämlich Af und P. Und das ist jetzt interessant, das ist einmal rot gelesen, das schöpferische Wissen und B, kommst du jetzt dann zum bla 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 und jetzt lassen wir es gut sein. Schnauze voll. Fragen? Super. So ist das Leben, mein Kind. Du bist ein Auserwählter. Die grinsen zwar jetzt die zwei vor dir, aber glaub mir, die Pixelmännchen haben das jetzt überhaupt nicht mitbekommen. Du bist der Einzige, der mitbekommen hat und du bist der, der sich jetzt das ausdenkt. Du denkst dir den Holger aus, du denkst dir eine Ariane aus, ein Udo aus und dich selbst. Der einzige Unterschied zwischen diesen vier, die du jetzt denkst, weil ich die Worte ausspreche, du bist der einzige Affe unter uns. Das andere sind bloß Pixelmännchen, das sind Illusionen. Illusionen haben kein Problem. Affen haben noch ein Problem. Bis du merkst, dass der Affe genauso eine Illusion ist. Ja. Der größte Trugschluss deines ganzen Daseins, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln. Mhm. Was noch ein größerer Trugschluss ist, ich zitiere nochmal, vielfach habe ich das erwähnt, ich bin, du sag ich, du wirst irgendwann einmal erkennen, wenn du weißt, was das Wort Pathie heißt, das Wort Pathie, Pathologie, Leichenkunde, Leid. Sympathie ist sehr trügerisch, weil es macht keinen Sinn, mit irgendeinem Gedanken von dir mitzuleiden. Es ändert nichts an dem, den du dir ausdenkst. Wenn du jetzt hungernde Näherkinder oder leidende Corona-Kranke dir ausdenkst, die dir eingespielt werden, die mit den Masken in den ZDF und in ARD, in den Öffentlich-Rechtlichen. Und wichtig, das sind jetzt auch keine Bösen, die existieren jetzt, weil du sie denkst. Das sind auch keine Rothschilds, die existieren jetzt, weil du sie denkst. Oder keine böse Pharmaindustrie, die existiert jetzt, weil du sie denkst. Und ob die gut oder böse ist, bestimmst du. Du bestimmst, wie deine Gedanken sind. Da kann ich tausendmal darauf hinweisen. Ein Gedanke, den du denkst, der kann nicht anders sein, wie er von dir gedacht wird. Was ist die Ursache, dass du deine Gedanken so denkst, wie du sie denkst? Ja, deine Logik, die du zum Denken benutzt. Konzentriere dich auf die Kategorie 3-Frage. Warum ist es jetzt? Erste Antwort, weil ich es denke. Warum denke ich das jetzt so, wie ich es denke? Weil ich auf eine ganz bewusste Vorstellung von richtig und verkehrt zurückgreife. Das schreibt mir mein Intellekt vor, mein Schwamminhalt. Dieses Programm, das ich zurzeit im Arbeitsspeicher habe. Das konnte ich mir aber nicht raussuchen als träumender Geist. Ich lasse dich leben durch Leben, Mittelalterleben, Science-Fiction-Leben, in der Zukunft, immer jetzt. Ich sage immer, ob du jetzt ein Ritter bist im Mittelalter oder ein Captain auf einem Raumschiff. Du spielst diese Rollen. Oder der Holger bei VW, der große VW-Manager. Oder der kleine VW-Manager, der sich von einer Krankheit in die nächste flüchtet. Ja, das war erst am Ende so. Das ist all das ganze Zeug. Du kannst das nicht raussuchen. Was ist mit dir, wenn ich jetzt das Leben von der Ariane lebe? Wie du auf den Udo zugehst, das erste Mal einen Almenau-Vortrag und Udo lächelt dich an und sagt, der Jan ist im Wintergarten. Was für ein Jan? Ich kenne keinen Jan. Wie lange bist du jetzt zusammen mit dem Jan?
Ich kenne deine Zukunft. Was ich nicht weiß, wenn du deine Freiheit nutzt. Das ist der Spaß an dem Spiel, das ich lebe. Solange du logisch bleibst, wirst du auf ewig in diesem Gefängnis gefangen bleiben. Und wenn du deine Freiheit nutzt, du könntest beobachten, wie einseitig du was bewertest. Und du hättest die Freiheit, das auch anders zu bewerten. Du kannst jemandem zuhören, wo dir die Haare zu Berge stehen. Angenommen, du bist jetzt ein absoluter Impfbefürworter. Das ist so diese Grönemeyer-Logik. Wir gehören ja zu den Guten, das sind ja die Rechtsradikalen, die auf die Straße gehen. Hat er jemals mit dieser Logik, wenn du, es ist natürlich jetzt nur eine ausgedachte Figur. Komischerweise sind das alles liebenswerte Menschen. Ich kann das, ob das der Bhakti ist, ob das du dir tausende von Videos einspielst, die entsetzt sind, Philosophen, hochgeistig Intellektuelle, jetzt natürlich ausgedachte Menschen, die entsetzt sind, dass es überhaupt möglich ist, dass nochmal dasselbe passiert wie im Nazireich. 1945 hätte es eigentlich besser werden können. Da war Kack nochmal 1945, wir sind bei der 45. Da habe ich einen Nullpunkt gesetzt und ihr seid nicht lernfähig. Ihr glaubt, ihr habt von der Vergangenheit was gelernt, ihr habt gar nichts gelernt. Früher habt ihr geschrien, Ausländer, Juden raus und jetzt schreit der Rechtsradikale raus. Es hat sich nur die Seite geändert, fällt euch das gar nicht auf? Weißt du, wenn ein Hoher vom ARD sagt, die Masse der Menschen, die er sich ausdenkt, die können nicht anders sein, die haben schon mitbekommen, dass die jetzt demonstrieren, Demokratiefeinde sind. Es gibt doch keine größeren Demokratiefeinde wie deine öffentlich-rechtlichen Anstalten. Die verbieten doch jede andere Meinung. Die bodenlose Frechheit in einer Demokratie, wenn du, ob das jetzt das Europaparlament ist oder ob das der Bundestag oder sonst wo ist. Da hört doch keiner mehr zu. Schau doch einmal im Bundestag an, wenn ein AfDler irgendwas sagt, was teilweise extrem geistreich ist. Sage ich euch gleich tausendmal geistreicher wie das Geschwätz von den Linken. Wenn eine linke Abgeordnete fordert, man muss endlich durchsetzen, dass die Polizei mit Tränengas und Schlagstöcke gegen diese rechtsradikalen Fanatiker vorgehen darf. Das war eine Grüne. Eine Grüne, Entschuldigung. Da müssen wir doch da stehenden Leuten die Haare zu Berge. Wenn der Oberbürgermeister von Thüringen sagt, alle, die nicht geimpft sind, dann müssten wir sofort hier die Grundlage entziehen, das Geld entziehen und so weiter und so fort, dass die selber zahlen müssen, dass die nicht mehr ärztlich behandelt werden. Geistlich da sowieso kein Wert drauf. Das heißt, das wäre mir als Mutter wäre das vollkommen gleichgültig, ich würde eh nicht zu einem Arzt gehen, weil ich keine Angst vor meinen Gedanken habe. Bist du schon ich? Das ist die demonstrierte Boshaftigkeit, weil sie meinen, gut, und warum eigentlich? Weil die Ungeimpften gefährlich sind? Ich bin jetzt übrigens nicht parteiisch. Ich zeige dir jetzt nur eine Seite, die dir vielleicht bisher unlogisch erschienen ist. Und was die Zahlen anbelangt, sage ich, du hast deine eigene Welt, ob die schön ist und ruhig ist. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt rede ich wieder auf der Brösel-Ebene und dann lassen wir es gut sein, in den Corona-Kreis, wir hatten jetzt mehrere Holofeeling, die ich mir ausdenke, Menschen, die sich mit Holofeeling zumindest beschäftigen, das bleiben Gedanken, der Geist des Funken bist du. Wenn du jetzt diese Rolle spielst, habe ich an die sechs Mann oder Familien gehabt, die sind Corona-positiv, die waren zu Hause in Quarantäne, die haben das durchlaufen, unser Jimmy zum Beispiel. Den Thomas mehr oder weniger stark. Da ist es definitiv so, die sagen, das war wie eine Grippe. Das heißt, wenn die Massenmedien nichts davon berichtet hätten, wenn die nicht diese Panik schüren würden, dass nicht laufend irgendwelche angebliche Chefärzte, wohlgemerkt Pixelmäntel, wo du dir wieder das zweite Gebot bringst und meinen, die laufen da auf dem Rum, weil die muss ja wer in der Vergangenheit aufgenommen haben. Diesbezüglich rate ich dir auch nochmal den kompletten Weißenburg-Vortrag, den großen Wipperzahl anzuhören. Oder jetzt das schöne Spiel zum Beispiel mit die Simpsons, das sich jetzt wiederholt auf einer anderen Ebene. Könnte ich dir gleich viele Beispiele sagen, dass da prophetische Sachen schon war. Das Ganze löst sich auf, wenn du begreifst, dass es keine chronologische Zeit gibt. Das Hauptproblem, selbst von Physikern, die hier von Relativitätstheorie und Zeitreisen lesen, sie wollen nicht ums Verrecken, ich sage das nochmal, von dem Wahn loslassen, dass ein Gedanke, den sie sich jetzt denken, eine Vorstellung, dass das nicht da außen sei, wenn sie es nicht denken. Es ist hundertprozentig sicher für die da außen eine Welt, eine Erdkugel und es hat eine Vergangenheit gegeben, bevor sie sich das denken. Aber das hat auch mit hundertprozentig sicher überhaupt nichts zu tun. Die Viren, die DNA, die Wassermoleküle, dieses ganze Weltbild hat einen tiefen symbolischen Sinn auf der Ebene, auf der Metaebene.
Das habe ich gerade vorgelesen. Ebene 1, die Schale im Ei, im Menschen, im Buch. Das, was du jetzt mit deiner Logik aus den Worten machst, ist das Trügerischste, was es gibt. Es sagt nichts über den tieferen Kern aus. Nicht über den tieferen Sinn des Wortes als Ding an sich, als Ganzes, weil ein Wort ist mindestens ein 400-Seiten-Buch, wenn du das komplett arithmetisch auffächerst, wo ich sage, du kommst aus dem Kontext nicht raus. Und dazu brauchst du Deutsch-Hybrid, du brauchst die Vatersprache. Und es wird niemals irgendein Mensch, ein Trockennasenaffe, den du dir denkst, verstehen. Nur Geist kann Geist verstehen. Oberflächlich wird sich deine Welt nicht verändern, aber du wirst das dann mal sehr einsam wirst. Allein, allein. Allein. Ein nicht existierendes Bewusstsein. Ein Gott. Und das Schöne ist, du musst jetzt auch, du kannst nichts verkehrt machen, ich benutze dich, ich benutze den Jan, die Geschichte in der Schattenfrau, Simon und Jan. Die Liedchen, wo ich eingespielt habe, gib Simon und Jan ein und dann hör dir die Lieder an. Das sind Linke, die voll gegen rechts wettern und gar nicht merken, dass sie denselben Fehler machen wie der Grönemeyer und sonst was. Es sind die Seiten ausgetauscht, es spiegelt sich, du merkst gar nicht, dass du derjenige bist, der schreit und der hetzt. Weil du mit was nicht einverstanden bist. Forder dein Wille geschehe. Wie wär's denn damit? Lass mich das träumen, was du willst. Und mit dem kleinen Trick, dass du weißt, es ist eine Führerscheinprüfungsbogentraumwelt. Und diese Fehler sind bewusst erschaffen, dass du die erkennst. Aber ich bin mittlerweile selbst als Gott am Ende meiner Weisheit. Wie viel Scheißdreck muss ich dir noch einspüren, bis dir das auffällt, was da im Argen liegt? Wer eigentlich Boshaftigkeit hetzt, hör dir doch in Österreich den Kickel an, diese bösen Rechten, die verboten gehören, die zur Demonstration, die Rechtsradikalen. Hör dir doch einmal die Videos bei denen an, taugen die in deiner Welt nicht auf? Der spricht nur von Liebe, der spricht von Weisheit, von Verzeihen, der spricht überhaupt nicht gegen Corona, freie Meinungsäußerung, das ist das, was die sagen. Freiheit. Freiheit von Freiheit. Und die bemühen sich, du kannst in einer Masse, wenn mehrere sind, gibt es immer wieder Idioten. Da müssen wir nicht drüber reden, auf der einen Seite wie auf der anderen Seite Fanatiker. Aber die große Masse, die sind so diszipliniert und ruhig. Stillschweigend, wir sind das Volk. Das interessiert die nicht. Wer? Die wir uns jetzt wieder ausdenken, die bösen Rothschilds, die die Macht an sich reißen wollen. Es gibt nichts und niemanden, den du dir ausdenken könntest, der mächtiger ist wie du selbst. Wenn du das nicht glaubst, hast du nicht verstanden, dass du dir den ausdenkst. Und was du dir denkst, ist so, wie du dir das denkst. Und solange du dir jemanden denkst, einen Affen ausdenkst oder eine Partei oder eine Gruppe von Verschwörungen, von Illuminaten, die mächtiger sind wie du selbst, denkst du im selben Moment immer noch an dich als Affe und sagst, ich bin ja so unscheinbar, ich habe an nichts zu sagen. Stimmt, der, an den du denkst, der hat überhaupt nichts zu sagen, der will ja nichts zu sagen haben. Aber der, der du bist, der mich jetzt ausdenkt und sich ausdenkt und alles andere ausdenkt, der bestimmt jetzt zum Beispiel auch, was der Udo ist. Bin ich ein geistloser Schwätzer? Ich sage zu dir, ich bin jetzt einfach bloß eine Information von dir. Und die ist jetzt, weil ich rot gelesen, ich obete dich, das jetzt träumen lasse. Und wenn du mich nicht mehr denkst, bin ich weg, dann geht es mir verdammt gut. Das gilt für alle anderen auch. Und wenn du an jemanden denkst, egal an wen, auch wenn du an dich selbst denkst, der ist auch hier und jetzt in dir, aber der wird so sein, wie du in dir denkst. Da hat keiner einen Einfluss drauf. Das ist hundertprozentig sicher. So viel zum Thema Fakten. Alles, was ich dir jetzt erzählt habe, sind hundertprozentig sichere Fakten, Tatsachen. Das sind Dinge, die du jetzt letztendlich träumst. Du bist der, der das träumt. Tut. Das ist deine Tat. Aber du kannst dir noch nicht raussuchen, was du träumst. Aber jetzt breche ich das Video ab und jetzt lasse ich dich wieder alleine denken. Und dann schaust du mal, was in dir einfällt und ob du die Bewusstheit hast, dass dir jeden Moment bewusst wird, dass du schon wieder anfängst, Feindbilder zu postulieren. Dass du wieder Vendetta, Rache willst oder davonlaufen willst. Du kannst von dir selbst nicht davonlaufen. Das habe ich jetzt zu dem roten Geist wieder gesagt. Wo willst du hin, wenn es bloß hier und jetzt, wenn es bloß diesen absoluten Mittelpunkt gibt? Also gut. Jetzt schauen wir mal, wie du dich weiterentwickelst. Ich lasse dich noch ganz alleine in deiner Traumwelt mit irgendwelchen Figuren, die du dir ausdenkst, noch ein paar Runden leben, leben. Und patsch!